Ich setze einen Marker und drücke auf, übrigens, ja. Es ist nicht schön. Okay, gut, ich drücke auf. Entschuldigung. Neues Spiel starten. Du willst eine Geschichte hören, was? Lass mich dir vorher eine Frage stellen. Okay. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ein beispielhafter Held? Ein markerschütternder Bösewicht? Eine bezaubernd markante Erzählerstimme? Ein Happy End vielleicht? Hm? Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt keine bessere Art, eine Geschichte zu beginnen, als mit mir. Piratenlegende Captain Kabeka. Ha, das war fast ein wenig zu einfach. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Das Irrlicht des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso, bring mir noch mal die Karte. Ha, guter Alfonso. Dokumente. Unten links wird dir das aktive Dokument angezeigt. Drücke Tab oder klicke direkt auf das Feld unten links, um das Dokument anzuzeigen. Du kannst die Tastenbelegung in den Einstellungen ändern. Tat Dobermann, Henrychen John. Captain Kabeka. Okay. Fluffy Island. Äußerst fluffy. Guck, da ist ein X. Das X markiert die Stelle. So muss es sein. Afonso, habe ich doch gesagt. Wie Affe? Afonso? Hast du genuschelt? Hast du genuschelt? Hast du Afonso gesagt? Nee, ne? Affe. Afonso. Das ist wie Sausanne und Eberhard und so. Gleiche Wortwitz. So, bewegen Inventargegenstand. Unten rechts wird dir der aktive Inventargegenstand angezeigt. Im Moment kannst du diesen Gegenstand nicht benutzen. Sieh dich um, um einen Ort zu finden, an dem du den Gegenstand benutzen kannst. Hey Annie, moin. Oh, aufgelockerte Erde ansehen. Wenn du mit einem Objekt, einem Ort oder einer Person interagieren kannst, erscheint dies am oberen Bildrand. Drücke links, um mit diesem Ort zu interagieren. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Hier würde es sich bestimmt lohnen, einmal zu graben. Na klar. Arim, vielen lieben Dank für den Resub. Und schon wieder so weit. Knopf drück. Arim, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 56 Monate. Du darfst das Raupenspa besuchen. Lass dir gut gehen, dankeschön. Lässt sich gut mit Controller spielen, by the way? Ja, vermutlich. Vermutlich sogar. Gegenstand benutzen. Wenn sich dein aktiver Inventargegenstand mit einem Objekt, dem Ort oder der Person deiner Nähe kombinieren lässt, färbt sich der Rahmen orange. Drücke rechts oder klicke direkt auf das Feld unten rechts, um den Gegenstand am aktuellen Ort zu benutzen. Huch. Nicht beim ersten Versuch. Das ist mir ja noch nie passiert. Hallöchen, Francie Freed. Oh, es wird mir sehr, sehr gut gefallen. Yippie! Da müssen wir gar nicht hoffen. Oder so. Das weiß ich. So. Ich habe die Demo geliebt. Ich habe es äußerst gerne bei Kickstarter unterstützt und ich werde es lieben. Und Joker. Danke fürs Zwangsverflauschen von Francie Friede. Wurde offiziell zwangsverflauscht. Dürft es euch in der gesponserten Gummizelle gemütlich machen. Und Joker, zeig bitte die Gemeinschaftsräume und denk an das nasse Handtuch zur Verteidigung. Dankeschön. So, aufgelockerte Erde ansehen. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Hier würde es sich bestimmt lohnen, einmal zu graben. Hab ich doch schon. Wir haben schon gebuddelt. Direkt wieder buddeln. Wieder nichts. Okay, langsam wird's peinlich. Nun, komm vor, das passiert. So, nochmal.
Aha. Doch. Captain Kabeka hat einen Säbel bei sich. Benutze ihn, um dich gegen die Skelette zu wehren. Drücke mittlere Maustaste oder klicke unten auf die Tasche, um das Inventar zu öffnen. Wähle dann im Inventar den Säbel aus. Klick. Ha, nimm das, ihr Null-Diätler. Ihr Null-Diätler. Ha! Herbt! Ha! Nehmt dies und jenes! Links, rechts, ausweichen! Hoch! In dein Skelettgesicht! Fantastisch. Hat super funktioniert. Trickerlüchen. Skill! Eratos. Skill! Glänzendes Licht. Da glänzt irgendwas unter der aufgewühlten Erde. Warte. Schaufel. Schaufeln. Ein Schatz. Oder aber eine Kalimba. Ein altes, verstaubtes, aber gut gestimmtes Instrument, das mitten auf Fluffgear Island vergraben lag. Außerdem haben wir natürlich die legendäre Schaufel. Mit dieser legendären Schaufel habe ich mehr Schätze ausgegraben als alle meine Konkurrenten zusammen. Und der legendäre Säbel. Mit diesem legendären Säbel habe ich unzählige Ungeheuer erlegt und unzählige Essensreste aus den Zahnzwischenräumen entfernt. Ah, schön. Das ist Strauchi. Aber den habe ich mir gekniffen, tatsächlich. Ich hatte ihn im Kopf, aber es ist schön, dass wir zeitgleich daran gedacht haben. Mira, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, Barbarella Silent. Kennen 10 Minuten im Spiel schon wieder so eine Unordnung hinterlassen. Was? Ich doch nicht. So, wir haben die Kalimba. So, jetzt ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich bereits weiß, was ich machen muss. Das weiß ich aus der Demo. Aber wir können ja noch ein bisschen buddeln. Nein, wir können, schade. Okay, wir buddeln nicht. Was könnte man denn jetzt eventuell tun? Wir haben diese wunderschöne Kalimba. Wir haben Fluffy Island. Wir haben die Kalimba. Auf der Kalimba stehen Buchstaben. E-C-A-F-E-B-B-F. So wird das nichts. Wieso wird das Vielleicht nichts? Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Nein, sag bloß. Aber wieso denn einen Blick auf die Karte werfen? Wie sie schon tut, als ob sie das Rätsel nicht kennen. Ich habe doch gerade wortwörtlich gesagt, dass ich schon weiß. Wow. Okay, also wir haben hier auf dieser wunderschönen Karte wunderschöne Löcher, die total unauffällig sind. Und die befinden sich zufällig auf der Karte auch an Stellen, wo so lustige Buchstaben stehen. Und freundlicherweise auch noch 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht mache ich es trotzdem falsch. Ich glaube, es könnte C, E, A, B, E sein. C, E, A, B, E. C, E, A, B, E. Vielleicht. Oh, warte. C. Welches E? A, B, E. Lack. Pures Lack. Wollen wir reden? Ich weiß es. So. Die Flasche mit dem Irrlicht. Endlich. Das Irrlicht des Ignaz. Ja. Wie es mit mir, Afonso und dem Irrlicht weiterging? Klar könnte ich dir das erzählen. Doch im Mittelpunkt dieser Geschichte steht jemand anderes.
Kaladin. Durchaus, Greg. Captain Avery, Cleo. Und der nasse Tod. Hey, Cleo! Cleo, hast du gehört, was Butter Pete heute Morgen im Netz hatte? Womit hast du mich da gerade beworfen? Sag's ihr, Pete. Ich glaube, es war ein Schrimmkopf. Was? Was? Nein, du sollst dir sagen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimpkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt. Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Irre, oder? Im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Susi. Ich heiße Cleo. Warum vergisst du andauernd meinen Namen? C-L-E. Ja, ja, wie du meinst. Hol dem guten Pete einfach eine Flasche rum. Das ist halt super getroffen. Oh, ich bin so froh, also ganz ehrlich, ja. Es ist einfach, das ist wirklich perfekt getroffen. Die Stimme von Cleo ist perfekt. Die ist perfekt. Ah. Da. Das sind Postkarten meiner buckligen Verwandtschaft. Einer langweiliger als der andere. Aber wenigstens müssen die sich nicht den ganzen Tag öde Fischgeschichten anhören. Ja. Oh. Denn es ist halt auch einfach gut ausgewählt. Also ich weiß ja nicht, wie viele Soundaufnahmen Chris geschickt bekommen hat, aber man muss ja dann auch erstmal jemanden auswählen, ja. Und es passt einfach so gut. Ja, die Mimiken sind ein Traum. Die sind halt. Ah. Mehr Edna-Flashbacks. Ich möchte auch noch ein Stück lauter machen, ehrlich gesagt. Mal gucken. So, die Postkarten. Oh Gott, ich liebe das hier einfach. Guck, der ist ein Mann hier. Sieht halt aus. Ah. Und Pete macht mich halt immer noch schwach. Pete hat mich in den Demo schon schwach gemacht. Wieso muss Pete sein, wie Pete ist? Bester Brummschädel rum. Hergestellt von Tinder Inc. Wir machen rum. Dieser Witz. Ja. Tinder Inc. Wir machen rum. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das einspricht, eventuell aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Ach, schön. Ja. Ja, genau das, Joker. Das ist es halt. Das ist ja das. Manchmal ist es ja so, dass wenn man erst eine Demo spielt, wo du halt noch keine Sprachausgabe hast, ne? Dann ja, ich hatte natürlich auch, du hast dann Stimmen im Kopf. Ja? Und in dem Fall passt es halt top. So richtig schnippig. Richtig gut. So, warte, was haben wir denn hier noch? Butter, Pete und Papa ansehen? Pete braucht neuen Rum. Schon wieder. Natürlich. Was auch sonst. Entwenden und entwischen. Die Abenteuer des legendären Captain Kabeka, Band 23. Es ist gerade so unglaublich spannend. Oh. Flasche. Haben wir noch was? Das waren die Postkarten, das waren die Rumfässer, Tinder Ink und so. Das haben wir uns angeguckt. Können wir uns noch was angucken? Nein, momentan nicht. Okay, dann holen wir die Rumflasche. Robert, Stimme im Kopf? Ja. Kann sich die Demo ohne Ton gar nicht mehr vorstellen. Ja. Stimmt. Und die Melodie von Tetris. Yeah. So. Hier, komm. Hey, wusstet ihr, dass Captain Kabeka... zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist? Afonso. Hey, Pete. Wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer diese ganzen verrückten Sachen findest?
Panemo Bay. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade was erzählen. Muss ich's dir immer wieder sagen. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Wir sind Barkeeper. Unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche Rum und hören zu. Nicht andersrum. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann doch riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Pete hat Fische gefangen. Für Herberts Fischsuppe. Während du nur in deinem bescheuerten Piratenbuch voller Hirngespinste geblättert hast. Das sind keine Hirngespinste. Entwenden und Entwischen ist die Buchreihe über den berühmten Captain Kabeka. Kabeka ist ein echter Abenteurer, eine Legende und nicht so ein Verlierer wie... Pete. Du. Carla, habt ihr noch was von dieser würzigen Soße? Carla. Leo. Nee, Soja. Bring ich dir, Pete. Cleo, bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gabel noch eine neue Flasche Rum. Sie ist draußen am Steg und strickt. Ei, ei, Captain. Ob wir Granny Gabel jetzt schubsen können? Die Intermenius. Ah. Bester Br... Ja, wir machen Rum. Ja, Entschuldigung. So, warte. Ich bin frei. Halteschiff gedrückt, um zu rennen, brauche ich nicht. Ich hab's versucht. Das ist meine kleine Schwester. Erzählst du mir eine Piratengeschichte, Cleo? Später. In Ordnung? Manu. Manu! Hey, Speedy. Hallöchen. Ja, eben. Deswegen, ja, Craig. Manu! Ugh. So sieht es also aus, nachdem ein Mann mit zwei Hakenhänden versucht hat, Suppe zu essen. Pissig ist ja meine Kernkompetenz beim Sprechen. Ja, es kommt gut, ja. Ja, sie ist hier so hochgelegt quasi, weißt du? Sie sitzt auf Zweien oder hat die Beine hochgelegt auf dem zweiten Hocker. Füßchen. Das ist Pete's Crew. Sie spielen Krakenfodder. Ich kenne die Regeln aber leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Ja, genau. Und nichts für Mädchen. Genau. Und nichts für... Ja, verzieh dich, Mann. Unfreundlich. Pack. Madde? Ina? Frank! Hey, Frank! Na, das wird aber noch ausgetrunken, Kumpel. Frank hier total weggetreten. Na, na, na. Dartscheiben in schlecht beleuchteten Bars. Ich wette, das ist eine Erfindung der Augenklappenindustrie. Ja, macht mehr Geld. Sorgt für Umsatz? Immer gut. Guten Abend, Lani. Hallöchen. Warte. Garderobe. Achtung, keine Haftung. Ach so. Deswegen muss ich die blöden Jacken immer vom Boden aufsammeln. Lieber nicht. Der Geruch von Herberts Fischsuppe ist wirklich nur schwer zu ertragen. Kriegst du irgendwo online, das muss ich unbedingt wegen dem Krakenfodder fragen. Es sind Karten dabei, die so im Spiel nicht vorkommen. Ich war verwirrt. Oh nein! Oh nein! Yippie! No! Ostrubi! Ostrubi! Strubi, danke fürs Zwangsverflauschen von Lani. Oh, warte, das ist eigentlich falsch, weil bei ist. Aber hier trotzdem mal kurz die Flauschraube, es schadet nie. Lani ist damit im vierten Monat im Kokon, bekommt die zweite Gummizellenerweiterung um beeindruckende 20 Quadratzentimeter und einen Massagesessel. Dank dir, Strubi. Dankeschön. Hey, Robin. Ist doch aber gut, wenn ihr jetzt nicht mehr trickt. Mein Kronos, hallöchen.
Nein, habe ich noch nicht. Ich ärgere mich total, Wumsi. Ich ärgere mich bei Clio ärgere ich mich richtig doll, habe ich auch am Sonntag schon gesagt, ja, mit Andi, dass ich nicht die physischen Belohnungen mit habe. Bei Clio. Ja, was nü? Da ärgere ich mich richtig doll. Richtig, richtig dolle. Aber naja, so ist das halt. Onkel, vielen lieben Dank für 63 Monate, Mensch. Ich muss mal gucken. Warte, Moment. Warte kurz. Du bekommst Dave. Kümmere dich bitte gut um deinen würfelförmigen Fischfreund. Dave. Danke, Onkel. Da muss ich nachgucken. Hallo Resort. Schönen guten Abend. Danke dir für den Resub. Danke für 25 Monate. Kümmere dich bitte gut um Topfpflanzer Helmut. Dankeschön. Nein, du wirst ihn nicht essen, Onkel. Was Backtrick? Werden das dann Flauschraupen oder werden das dann Strüppi-Raupen? Flauschige Strüppi-Raupen. Das geht. Ah, oh, good to know, Joker. Oh. Verstehe. Itobi Herivi. Ah. Das ist ja ein tolles Emote. Ja, ne? Ist das nicht schön? So. Was sollten wir Granny Gable bringen? Soll ich ihr auch rumbringen? Nein, warte. Oh Gott, mein Hirn. Ich glaube. Rum, was auch sonst. Das ist ja das Einzige, was ich mitnehmen kann. Die Katze, ne? Kater. Ich glaube, es ist ein Kater. Wenn ich mich richtig an die Demo erinnere. Extra liegt im Spieleordner als ZIP-Datei. Ah, alles gut. Okay. Das muss ich mir noch angucken. Versteckt den rum. Warte. Nee, das ist zurück in die Bar. Nee, das will ich nicht. Ich will nur gucken. Mietz. Komm her, Nick Carter. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Stimmt. Nick Carter. Mietz. Komm her, Nick Carter. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Ja, korrekt, Lani. Also das Haupt-Emote-Set ist im Prinzip komplett erneuert. Bis auf die Text-Emotes. Da steht etwas drauf. Handy Reusable Assets GmbH. Da fuhr sie, einen wunderschönen guten Abend. Grauer Wurm. Er stellt gerade einen Rekord im Keine-Fische-Fangen auf. Gib alles, Grauer Wurm! Ich glaub an dich! Oh, es ist so gut gesprochen. Das Schiff riecht wie Pete. Oder riecht Pete wie das Schiff? Vermutlich naja, so rum. Jedenfalls riecht beides nach Fisch. Fisch. Da. Das Geräusch, das Klingengeräusch kommt immer, wenn wir was benutzen können, ne? Alles klar. Schön. Gut gemacht. Fühle ich gerade hier um ins Wasser. Ja, das geht aber leider nicht. Es geht leider nicht. Das ist Granny Gable. Zumindest nennt sie jeder so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Niemand. Hallo,
Granny Gabble. Ich hab hier neuen Rumpf für dich. Ja, ich weiß. Ich wäre auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken, Abenteuer erleben, irgendwo anders sein. Nur nicht hier. Guten Abend, Retro-Eggy. Oh, ich liebe das so sehr, ne? Das ist selbst wenn man es kennt, ja, das ist so schön. Immer ein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Granny Gabble. Was haben wir heute wieder gelacht, was? Oh, es ist so schön. Ich frag mich ja, also... Immer ein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Granny. Wenn ich jetzt nicht im Stream wäre, ne, würde ich das jetzt 100 Mal versuchen und darauf warten, dass es wirklich irgendwann, dass sie sich irgendwann einfach reinstürzt. Ja, wenn du sie 50 Mal einklickst, eben genau das. Was? Wir haben Zeit. Das geht so. Aber ich frag mich halt, ob er sowas eingebaut hat. Wow. Die angeregte Unterhaltung mit Granny Gabble war wieder einmal erfrischend. Unglaublich. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Hey, wo ist mein Buch? Vielleicht bekommst du es wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Komm schon. Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimpkopf sagen kannst. Oh. Hey, Tengu. Ja, absolut, Crick. Absolut. Great. Danke fürs Zwangsverflauschen von Speed. Speedy ist damit im zweiten Monat im Kokon, bekommt dank dir eine vergrößerte Gummizelle und darf sich eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle schieben und sich darauf gemütlich machen. Vielen lieben Dank. Und natürlich erneut. Robert, danke fürs Zwangsverflauschen von Tengu. Tengu ist damit im 7. Monat, bekommt die Kaffeemaschine, Wasserkocher und einen Sodastream. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Kann ich mit dir reden? Okay. Garderobe? Garderobe. Ach, ja. So was new? Keine Haftung, ich weiß. Haftet nicht. Viper, einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Resub, danke für 32 Monate. Baumeister Money kommt bei dir vorbei, steckt ein Loch in die Wand. Leider wurde das Fenster noch nicht geliefert. Zu deiner eigenen Sicherheit wird das Loch deswegen mit Eisenstäben abgedichtet. Dankeschön. Ich muss mich echt, es fällt mir so schwer, mich die ganze Zeit mega dolle zu grinsen und zu lachen. Ja, weil ich ja weiß, was kommt. Es ist so schwierig. Es ist so unfassbar schwierig. Ah. Der Ofen brennt heute besonders heiß. Als ob es in einer karibischen Küche nicht schon heiß genug wäre. Nur wenn ich wirklich muss. Egal, wo ich stehe, diese Fischaugen sehen mich direkt an. Oh, gruselig. Oh, so perfekt. Oh. Oh. Hygiene wird hier groß geschrieben. Nur weiß scheinbar niemand, was das Wort bedeutet. Aber es wird groß geschrieben. Wie ging das Sprichwort noch? Ein Messer im Rücken kann auch... Nee, ich glaube, das ging irgendwie anders. Können wir uns die Messer ansehen? Nee, ne? Ach doch, das war die Messersammlung. Mmh,
sumpfgrüne Fischsuppe, garniert mit glibbrigem Fischkopf, angereichert mit... was auch immer da gerade in den Topf reinkrabbelt. Aber es wird groß geschrieben. Hey, Bailey. Hey, Herbert. Hallo, Cleo. Was für ein toller Tag heute, nicht wahr? Verdammt schöner Tag. Mhm. Ich soll dir helfen. Super, dann macht's ja noch mehr Spaß. Bring mir bitte die Fische dort aus dem Netz. Klar. Verdammt schöner Tag, nicht wahr? Oh. Okay, das ist echt gut. Vergiss es. Ich nehme definitiv nur einen Fisch in die Hand. Ich weiß nicht, Nubsches allerlei. Er will, dass ich ihm einen neuen... Yeah. Warum so gut gelaunt? Fällt dir denn nichts an mir auf? Schau genau hin! Er will, dass ich ihm einen neuen Fisch bringe. Boom wieder. Neues Hackebeil? Falsch! Pat! Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Der Koch, der damit hackt? Wieder falsch! Das Brett, auf dem es hackt! Ah, neues Schneidebrett, ich verstehe. Bye-bye, Lani. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Selbstzocken. Und Hampelratte, Hallöchen. Scheiß die Wand an, ist das ein schöner Tag. Ganz recht. Dieses Schneidebrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidebrettern. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt? Was? Noch nie was von Schneidebrett Pitt gehört? Er ist eine Legende in der Schneidebrettszene. Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt. Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar. Oh, das macht's mit der Stimme doch so viel besser. Oh, oh. Hey, Günther. Ja. Das ist gerade so schön. Ja, Wumsi und Crick zeitgleich. Ja, zeitgleich. So schön. Ah. Wow. Was ist aus diesem Schneidebrett Pitt geworden? Er hat einen heiligen Bluteid geschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen und sich zurückgezogen. Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Was zum... Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch. Wow. Das ist ein echtes Piratenlogbuch, Herbert. Beim Klabautermann. Das kommt mir nicht in die Suppe. Ich geh deinem Vater Bescheid sagen. Wir müssen es anfassen. Anfassen! Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Buch steht. Aber diese knochigen Finger halten es zu. Das ist doch mir egal. Mal sehen. So, du eklige Knochenhand. Hey, Maestro. Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwick. 3 Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte. Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen. Ha!
wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf den Meeresgrund sinkt. Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln. Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden. Den größten aller Schätze. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Durchaus, nuschtes allein. Wow! Ein echter Pirat! Nein! Ich war's nicht? Was war das? Oh, das esse ich gern. Schönen guten Abend, Hallöchen. Gott, die Suppe, das gibt so... Vor allem, oh Gott, Mist. Das gibt Stress. Herbert wird mir den Kopf abhacken. Wir müssen hier weg, wir müssen hier schnell weg. Ganz schnell. Oh nein, die gute Suppe. Ich war das nicht, ich schwöre, ich war das nicht. Ich lasse es. Ihr seid meine Zeugen, ich war das nicht. Was zum... Das sieht aus wie ein Wort. Oder ein Name? Jishomilele? Meine Suppe! Mein Schneidebrett! Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Also, da war... Warum das Schneidebrett? Cleo? Das war ich nicht. Da war ein Geist. Ein Geist? Jetzt reicht's aber. Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören. Ich war das nicht. Ich lüge nicht. Cleo, wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Und mit diesem Quatsch ist jetzt Schluss. Mein Buch. Nein. Nein. Morgen früh fährst du mit Pete raus zum Fischen. Was? Ich kann nicht mal schwimmen. Du willst doch ein Abenteuer erleben. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerrede. Die unheimliche Geistererscheinung ließ Cleo in dieser Nacht kein Auge zumachen. Was sollte das alles bedeuten? Der Geist, der blutige Schriftzug, Jishomilele. Cleo schlug das mysteriöse Logbuch auf, das sie gefunden hatte, und begann darin zu schreiben. Na, was nu? Oh, es ist so früh. Yippie! Ei, und das ist auch gut so. Wieso? Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ein altes Fischersprichwort besagt, ist man früh in der Bucht, ist Fische fangen eine Wonne. Du meinst eine Wucht? So ein Blödsinn. Es heißt ganz sicher Bucht. Schau dich ruhig ein wenig auf dem Boot um. Ich sag dir Bescheid, wenn wir uns Panemo Bay nähern. Ja, so brettern einfach. Büchermörder, das ist ja ein Horror-Game. Ja. Nächster, bitte. Elli, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von Nubsches Allerlei. Nubsches Allerlei ist damit im zweiten Monat. Bekommt die vergrößerte Gummizelle, darf sich eine entspannte Sitzgelegenheit in den Gummizelle schicken. Vielen, vielen lieben Dank. Und Baron... Baron, vielen lieben Dank auch an dich für 63, ein viererfaches von euch. Sorry, zu viel Minecraft. Dankeschön für 63 Monate. Auch du darfst dich ab jetzt um Dave, deinen würfelförmigen Fischfreund, kümmern. Dave. Dankeschön. Hey, Papadess. Er kommt mal rein und hört, Bester, bitte. Yippie. Hey, der Tod. Papadess hatte ich. Wieso? Ja, das stimmt. So, so früh. Cobridge, danke fürs Zwangsverflauschen von Pavadis. Pavadis ist damit im 44. und kriegt Kaffeebohnenflat, glaube ich. Oder?
Doch, ich glaube. Ja. Ja, sehr gut. Und nur die 6 ist oben drauf. Ey, das ist ein Fisch. Ein würfelförmiger Fisch. Fisch. Logbuch. Auf ihrer Reise schreibt Clio ihre Geschichte in das Logbuch, das sie gefunden hat. Das Symbol oben links erscheint, wenn Clio einen Eintrag gemacht hat. Um die Einträge zu lesen, wähle im Inventar das Logbuch aus als aktives Dokument aus und öffne es. Okay. Clios Logbuch. Ich kann nicht schlafen. Was ist da heute mit mir passiert? Habe ich wirklich einen Geist gesehen? Oder war ich von Herberts Fischsuppengestank paralysiert? Aber das kann nicht sein. Die verschüttete Suppe, das zerbrochene Schneidebrett und vor allem der blutige Schriftzug an der Wand. Ichomilele. Was das wohl zu bedeuten hat? Oh. Aber hat das alles wirklich ernst gemeint? Ich musste wirklich mit auf Butter Pete's Boot. Es stinkt. Ich bin müde und mir ist langweilig. Ein Abenteuer zu erleben, stelle ich mir wirklich anders vor. Wow, Pete sieht heute Morgen richtig frisch aus. Riecht aber nicht so. Von hier aus kann man nicht einmal mehr das Land sehen. Das ist also Fisch. Mein Abenteuer auf hoher See. Auf einem stinkenden Kutter. Yay. Mit stinkigen Männern. Mm. Bäh. 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 Cyberwizard, hallöchen. Ibani. Ja, hast du Bani. Und das ist jetzt das komplette Release, Bani. Komplett mit Sprachausgabe. Hey, Terry. Löchchen war das. Dieses zauberhafte. Hey, Cyberwizard. Ein Hammer, eine Flasche Rum, eine Zange, noch eine Flasche Rum und eine Tube Holzleim. Sehr gut. Ach nee, ist eine Flasche Rum. Na, natürlich. Und ich dachte schon. Hm? Oh, oh. Knoten. Na, wer hat gewonnen? Hm? Beim Krakenfordern gestern. Ich stehe in der prallen Sonne und repariere ein Fischernetz. Also rate doch mal. Oh, tut mir leid, dass du verloren hast. Was? Wieso? Nein, ich habe gewonnen. Und wieso musst du dann das Netz reparieren? Ich darf das Netz reparieren. Ein Seil zu knoten ist die ehrenvollste Aufgabe an Bord eines Bootes. Einen Boot. Knotenknoten? Ei, ein Knotenknoten. Kann das nicht jeder, der, nun ja, aus seinen Klettverschlusssandalen rausgewachsen ist? Es mag einfach aussehen, aber es ist eine Wissenschaft, eine Kunst, eine Religion. Ich kenne die 605 Seefahrerknoten der 55 Knoten Großmeister, auch genannt die Notfather. Wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Moin, Carrie. Baby Mira. Die was? Die Notfather. Aha. Auf einem Fischerboot sollte jedes Crewmitglied diese Knoten beherrschen. Bringt sonst Unglück. Da geht's um Leben und Tod. Ich kann dir zeigen, wie du jeden beliebigen Knoten innerhalb von Sekunden lösen kannst. Na, willst du wissen, wie das geht? Du wirst uns alle noch umbringen, Mädchen. Guten Abend, Inamelia. Hallöchen, Flash. Ah. Stellst dir das so einfach vor, Raupi einen Knoten zu knoten? Nein, es gibt schon sehr spezielle Knoten.
Und wir haben ja auch gerade gehört, dass es 55 Knoten Meister gibt. Meisterknoten. Knotenmeister. Großmeisterknoten. Meister. Ja, genau. Ja. So. Schon mal das Wort Jichomilele irgendwo gehört? Nein, noch nie gehört. Ist definitiv keiner der Notfather. Ich will dich von deiner heiligen Aufgabe nicht länger abhalten. Gut Knot. Oder was auch immer. Meister der Großknoten. Gut. Wir gehen mal unter Deck. Gucken, ob da mehr los ist. Da ist es wieder. Moment mal. Da steckt ein Zettel hinter dem Poster. Kling. Das wird noch wichtig werden. Auf dem Zettel steht, die 10 besten Köder. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Ich will es wissen. Ich will es doch nur wissen. Ah. Warte. Jede kleine Ecke angucken, man weiß ja nie. Hello. Hey, was machst du da? Ich pflege mein Krakenfutterset. Kannst du mir das beibringen? Klar. Zunächst musst du die Rum- und Blutreste abwischen. Dann kann die eigentliche Pflege beginnen. Nein, nicht die Pflege. Die Spielregeln, meine ich. Von Krakenfutter. Ach so. Warum eigentlich nicht? Zur Abwechslung würde ein neuer Gegner mal gut tun. Cool. Hast du dein Set dabei? Ich hab keins. Tja, das ist schlecht. Vielleicht kann dir Knotenjoe sein Set leihen. Frag ihn doch mal. Wir fragen ihn mal, vielleicht geht er es ja. Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Nein. Was bedeutet das? Das wüsste ich auch gerne. Ich bin gleich zurück. Okay. Okay. Wir müssen uns noch ein Kartenset besorgen. Abgeschlossen. Na klar. Dann ab nach oben. So. Hey. Hey, Captain Klettverschluss. Ich bin's nochmal. Psst. Ich muss das hier noch kurz fertig knoten, bevor ich den Faden verliere. Hasenohr, schieß ein Tor. Wuppdiwupp. So, fertig. Was willst du? Kann ich mir dein Krakenfutter-Set ausleihen? Nein, Krakenfutter ist ein Spiel für Seemänner. Du bist kein Mann und du gehörst auch nicht auf See. Ein altes Fischersprichwort besagt, kannst du nicht richtig knoten, sollst du nicht sein auf hoher See. Du meinst auf Booten. Und ich kann übrigens sehr wohl knoten. Ha, du wusstest ja nicht mal, wer die 55 Notfather sind. Klar weiß ich das. Ach ja? Beweis es mir. Kein Problem. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie ein aufsteigender Schmetterling mit einer Hakenhand. Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Lass dir ruhig Zeit. Was, wie war's? Ein aufsteigender Schmetterling mit einer Hakenhand, ne? So, das merken wir uns mal, ja? Wir merken uns diese Informationen. Aufsteigender Schmetterling mit einer Hakenhand war's, ne? Ey. Wow, Piet sieht heute Morgen richtig frisch aus. Ich wollte eigentlich aus. Mit Piet reden. Muss ich mit Piet reden? So. Muss nicht mit Piet reden. Gehen wir nochmal runter. Warte. Vielleicht verrät er es uns ja einfach. Kennst du dich mit Knoten aus?
Hör mir bloß auf. Den ganzen Tag nervt Joe mich mit seinen bescheuerten Knoten. Fang du nicht auch noch damit an? Ich wollte doch nur... Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst, werfe ich dich über Bord. Das schwöre ich beim Tattoo meiner Mutter. Okay, okay. Moment mal. Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischersprichwort besagt. Willst du Arbeit auf dem Kutter? Tätowier dir deine Mama. Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten, Joe, macht mich wahnsinnig. Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hinbrabbeln. John, Karl, Frank, zum Kotzen. Ich glaube, er hat sich da drin irgendwas gebastelt, um diese Namen auswendig zu lernen. Also lass mich bloß damit in Ruhe. Und komm erst wieder, wenn du das Krakenfutter Set hast. Ja, alles klar. Jo, warte. Abgeschlossen. Ach, verdammt. Jetzt aber. Jetzt gibt er uns oben den Schlüssel, oder? 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 Kann ich mal den Schlüssel für den Laderaum haben? Ja, bitte. Klar. Die Fischerei hat dein Interesse geweckt, was? Total. Aus dir wird mal ein richtiger Fischer. Ich kann es förmlich riechen. Yay. Yay. Okay. Sehr gut. So. Da ist etwas in die Tonne eingeritzt. Ja. Ist. Ja. So. It's a kind of magic. Okay, also, wir haben... Warte. Wie ging denn das jetzt gleich nochmal? Nein. Da ist der Schmetterling. Das ist der Schmetterling? Das soll der Schmetterling sein, oder? Und... Oh Gott, wie ging denn das? Warte. Warte. Aufsteigender Schmetterling. Oh Gott, wenn ich noch wüsste, wie das ging. Hey, Schribber. Aber jetzt ist da drüben die Hakenhand. Das passt doch nicht, oder? War denn das? Verdammt. Da steht Aufsteigen. Nee, warte, das muss anders. Moment. Da ist der Schmetterling. Die Hakenhand muss zum Schmetterling. Und dann da, wo Aufsteigen steht. Warte. So, ne? Steht ja Juni? Moin, Kumi. Na, was nu? Hey, Sherlock. Ja, hat es. Ja. Und es hat eine sehr gute deutsche Synchro. Bitte! Danke für den Resub. Dankeschön für 61 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du bekommst leuchtenden Scheiß aus dem Nichts. Er leuchtet blau. Dankeschön. Ich probiere es mit Juni. Entweder ist es richtig oder nicht. Ich werde sehen. Mal gucken. Toll. Jetzt ist mir schwindelig. Ich probiere es mit Juni. Mal gucken. Mal gucken, ob das passt. Oh nein, warte, da lang. Nein. Ein Knoten wie ein aufsteigender Schmetterling mit einer Hakenhand. Richtig? Ei. Juni. Juni? Hey, Moment mal. Das stimmt. Ich hatte schon befürchtet, du würdest Unglück auf dieses Boot bringen. Aber wie es aussieht, habe ich dich unterschätzt. Wer die Notfather kennt, ist auch würdig, Krakenfutter zu spielen. Hier, ich leih dir mein Set. Ich danke dir, Bruder im knotigen Geiste. Der Knot sei mit dir.
Bitte was, Celestis? Raupi, wurde der Emote Command nicht übernommen zu Raupenhai? Was? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Kalimtor. Kalimtor, vielen, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 33 Monate im Kokon. Du darfst entscheiden, in welchen Farben die Eisenstäbe, die dich vor der Außenwelt schützen, angepinselt werden sollen. Dankeschön. Danke, danke. Und das machst du richtig so, Kalimtor. Sehr gut. So, wir haben das Krakenfutter-Set. Yay! Easy. Für die nächste, ich habe Ideen. Wir brauchen den Generator. Na dann. Go, go, verbittet. Zu, das war einfacher zu tippen. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber das ist ja kein Command, das ist ja einfach nur der Tag des Emotes. Ich hätte halt, ja, das ist richtig, dass das nur hier geht. Ich habe die alten auch nur, ich habe die nur zu Follower-Emotes gemacht, damit noch welche von den alten da sind, damit die Umgewöhnung leichter fällt. So. Das war der einzige Grund, weshalb es die überhaupt noch als Follower-Emotes gibt. Da, jetzt, hier. Ich hab das Set. Sehr gut, dann kann's ja losgehen. Am besten lernt man die Regeln einfach direkt im Spiel. Oder möchtest du alle Spielregeln einmal durchlesen? Lass uns loslegen, easy, das schaffen wir schon. Loslegen. Ich lerne die Regeln einfach im Spiel. Bereit? Alle Mann an Deck und Guss festhalten. Jetzt wird es ernst. Weiter. Ich klicke. Dein Gegner hat die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch der Kraken sind in seinem Reich der Toten. Er kann niemanden wiedererwecken. Also die Hexe, das, also der Gegner kann niemanden. Okay, also die Hexe würde normalerweise ein Crewmitglied oder den Kraken aus dem Reich der Toten zurückholen. Alles klar. Also kann er nichts tun. Du kannst die Karte deines Gegners mit einer einzigen Kanonenkugel, da er nicht angreifen kann oder möchte, klicke auf die Würfel, um zu feuern oder auf die Karte, um weiterzuspielen. Hä? Aber doch nicht mit der 5... Spielt das eine Rolle, ob 1, 2, 3, 4, 5? Seeschlacht. Reaktion. Dein Gegner hat den Kapitän gezogen und feuert alle verbleibenden Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelzahl, um selbst zu feuern. Oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Ich opfere. Du hast den Schiffsjungen gezogen. Klicke auf die verfeuerten Kanonenkugeln im Meer, um sie wieder aufzuladen. Oder klicke auf eine zerstörte Kanonenkarte, um sie zu reparieren. Nehmen wir die Karte, oder? Weiß gar nicht. Was soll denn das heißen? Dass wir alle komische alte Säcke sind, die mit Veränderungen nicht mehr klarkommen. Raupenkappa. theoretisch nutzen kann, wenn er sie diesem Kanal hier folgt. Korrekt. Ja, ganz genau. War es einfacher zu tippen. Du wirst mit dem Hallo auch klarkommen. Das lässt sich. Ich bin sicher. Ich vertraue auf dein Können. Umgewöhnen wird noch dauern. Ich mochte die alten Emotes. Merkt er was? Hey, Luther, schönen guten Abend. So, wir holen hier, wir machen das mal so. Oh, oh, du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Er kann entscheiden, ob er deine Karte mit einer einzigen Kanone oder sie verschont. Was macht er? Frechheit. Frechheit. Danke, Raumi. Immer gern, Celestis. Ah, hey, Sluta. Veränderungen sind schwierig, ja.
Du hast die Hexe gezogen. Yay, yeah, jetzt können wir den wiederholen. Ja. Jetzt schießt er. Na klar. Zack. Dein Gegner feuert eine Kanonenkugel. Willst du Klicker auf die gewünschte Würfelzahl, um selbst zu feuern, oder Klicker auf deine Karte, um sie zu opfern? Er hat eine. Wenn ich jetzt zwei nehme... Habe ich nicht verstanden. Warum? Er hat eine 6 gewürfelt, ich hatte 2 und insgesamt 8. Höchste Augenzahl oder Pasch. Ah, alles klar. Du hast den Kraken befreit! Beide Karten werden sofort zerstört, ohne dass eine Fähigkeit ausgespielt werden kann. Platsch! Okay, beide haben den gleichen Wert, wird automatisch mit jeweils einer Kanonenkugel angegriffen. Boah, Gleichstand. Und nu? Nochmal würfeln, alles klar. Yay! Whoop. Gegner hat den Kraken befreit. Oh nein, nicht schon wieder. Der Kraken. Höheren Wert. Wie und ob. Warte mal. Warte, meine hat den höheren Wert, wenn scheiße ist, wie und ob du klicke auf die gewünschte Würfelzahl, um zu feuern, oder klicke auf eine Karte, um gar nicht anzugreifen. Doch, ich will angreifen. Verdammt! Mist. Echt. Waffenruhe. Beide Seiten haben keine Kanonenkugeln mehr. Niemand kann angreifen. Wieso hat der jetzt... Warum... Wieso hab ich nicht meine... Oh, oh. Ich kann nicht angreifen. Wieso kriege ich meine Würfel nicht... Wieso hat der seine Würfel einfach zurückgekriegt? Hey! Ich hab einen Schiffsjungen. Kanonenkugeln. Ich brauche Kanonenkugeln. Also den Kapitän. Ah, alles klar. Mochte die alten auch, liegt vorher in meinem Alter. Ey, die neuen sind super süß. Reißt euch mal am Riemen. So. Mochte die alten auch. Wo geht's? greift mit allen an und gibt alle zurück. Okay. Yeah. So, Angriff. Bisschen vorsichtig sein, ich habe kaum noch Karten. Bam. Okay. Mist. Nochmal. Ja. Sehr gut. Wir nehmen mal zwei, mal gucken. Das ist ein Unentschieden. Ach, Gott sei Dank. Okay. Nur noch ein Würfel. Das ist nicht gut. Ich werde verlieren, ne? Der wird die zerstören. Das war dumm. Ja, das war blöd. Das ist ja, das war ja totaler Quatsch. Das war ja so ein Blödsinn. Jetzt macht er mich platt. Das war Blödsinn. Der vorherige Zug war echt dumm.
Ich hab gewonnen! Hast du? Willst du noch eine Runde? Ja, doch, lass nochmal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Los geht's. Courage. Wolfling mag die neuen Emotes und wird deswegen direkt zwangsverflauscht. Wolfling? Wurdest du eben zwangsverflauscht vom lieben Courage? Mach es dir in einer gesponserten Gummizelle gemütlich, lass dir von Courage die Gemeinschaftsräume zeigen und folge ihm auf gar keinen Fall in die Gruppendusche. Vielen Dank, Courage. Danke schön. Hey, Sven. Indem Mrs. Lynn nichts mehr schenkt, anfängt, uns Dinge wegzunehmen. Bin ich jetzt gemein? Da. Toll. Das ist ja super gut, dass der zuerst kommt. Nicht. Ja, Feuer. Natürlich. Yeah. Cool Arc. Hi. Da. Den Kraken befreit. Alles klar. Instinkt kaputt. So, er darf. Er hat 2 genommen. Ich nehme 1 und hoffe. Buddy. Verkackt. Hast du nix? So. Bam. Wusch. Mist. Mist, Mist. Mist. Da ist der Kraken. Flatsch weg. Mit dem Schiffsjungen kann ich ein Crewmitglied wiederholen, ne? Danke, Joker. Danke. Holt Kugeln oder Kanonen wieder? Kugeln oder Kanonen? Ach so, ah, okay, alles klar. Crew geht nur mit der Queen, so rum. Alles klar. Bye bye, Terry, guten Heimweg. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gibt's das doch nicht? Klack. Yes. Hey. Ruf da! Zack! Hilfs, Junge! Ja, genau. Die hier hinten gehen nicht. Ja. Ah? Hat er echt gemacht? Was? Ja gut. Oder gucken, was er noch hat, oder was? Mist, du hast gewonnen. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen. Ist doch klar. Willst du noch eine Runde spielen? Nee, danke. Bin zufrieden. Unentschieden bitte ist okay. Nicht. Du hast Schiss, was? Dachte ich's mir. Sag Bescheid, wenn es dir anders über... Bei Mamas Tattoo. Was war das? Los, hol mir das Werkzeug, bevor hier alles unter Wasser steht. Schnell!
Okay. Warte, ich guck erst mal. Das sieht nicht gut aus. Nee. Vielleicht sollte ich mich besser etwas beeilen. Okay. Ich beeil mich. Bin gleich wieder da. Warte. Warte, nee, warte, Werkzeug hier. Werkzeug habe ich. Was ist das? Riss. Sieht aus, als hätte das Schiff ganz schön was abbekommen. Ei. Holy. Ja. Vielen lieben Dank an den anonymen Zwangsverflauscher. Vielen lieben Dank für 50 neue Frischflauschraupen, die es sich dank einer wundervollen Person im Kokon gemütlich machen dürfen, ihre persönlichen Gummizellen beziehen dürfen und hoffentlich dort auch nasse Handtücher zur Verteidigung vorfinden. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Herzlichen, herzlichen Dank. Holly! Danke. Danke. Danke, danke. Danke. Ihnen ja wohl. Schönen guten Abend. Dankeschön. Können wir erstmal quatschen? Sind wir gegen einen Eisberg gefahren? Sind wir? Sind wir? Was auch immer das war. Sind wir? Es war etwas Großes. Groß. Wie schaut's unter Deck aus? Da läuft Wasser rein. Ich bringe Erik besser das Werkzeug. Ja. Na, worauf wartest du noch? Ja, ich wollte erst mal gucken. Oh Gott. Ach du Schande. Wo ist der Knotenmann? Nein, wo ist er hin? Oh nein. Erik? Ich kann nicht schwimmen. Das sieht nicht gut aus. Warte, Herr Pete? 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 Cleo wurde in die Tiefe gezogen. Doch bevor sie das Bewusstsein verlor, vernahm sie durch das dumpfe Grollen noch ganz deutlich ein Wort. Oh, ab jetzt ist alles neu, alles neu, alles neu. Alles neu. Autsch. Wo bin ich? Schiffsbruch. Wir wurden angegriffen. Ein gewaltiges Monster hat Pietes Schiff in die Tiefe gezogen. Ich war aber bewusstlos und bin jetzt an einem unbekannten Strand aufgewacht. Konnte ich das überleben? Wo bin ich hier? Ich will wieder nach Hause. An dieser Stelle endete damals die Demo, also bei dem Kraken, bei dem möglicherweise an Day of Tentacle erinnernden Kraken. Aber nur ganz minimal. Okay? Das sind Trümmerteile von Pietes Boot. Nicht gut. Hey, wann ist Lexikon? Das sind Trümmer... Okay. Okay. Na, super. Tja, toll. Hey, René.
Hey, der Lift. Wir sind gerade am Anfang des Teils nach der Demo. Mein Chris White. Die Farben wurden noch leicht angepasst. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, na toll. Ein Fan. Du bist eine echte Sirene, klar? Nicht Nymphe, nicht Nixe, nicht Meerjungfrau oder was ihr Menschen sonst noch so für kitschige Worte benutzt. Streich sie aus deinem Wortschatz, verstanden? Es gibt wirklich nichts, was wir mehr hassen. Wow. Außer wenn Leute sich mit billigen Flossen verkleidet in ihrer Badewanne fotografieren. Also ehrlich, ein absolutes No-Go. Davon habe ich als Kind immer geträumt. Lass es lieber, die Fotos bleiben ewig im Internet. Nein, nicht das mit der Badewanne. Ich habe immer davon geträumt, als echter Pirat auf Schatzsuche zu sein und dabei einer echten Sirene zu begegnen. Du? Ein Pirat? Ja, so mit Papagei auf der Schulter und mit allem drum und dran. Was willst du? Ich will eigentlich nur wieder nach Hause. Gut, ciao. Kannst du mir vielleicht helfen? Auf gar keinen Fall. Ich hab zu tun. Geh weg. The Lift. Immer dieser Moment, wenn die Emotes nicht funktionieren. The Lift, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 17 Monate. Du darfst die Kokon-Pizzeria besuchen. Gönne dir eine leckere Pizza. Dankeschön. Die braucht dringend einen Snickers. Dringend. Was machst du da? Was machst du da? Ich flechte einen Kranz aus Folofaltchenblüten. Für wen? Na, für mich. Doofe Frage. Folofaltchenblüten? Ich kenne mich in der Sirene deutlich wieder. 10 von 10. Sehr sympathisch. Hey, Talk. Moin, moin. Sieht toll aus, der Kranz. Ich weiß nicht. Er ist noch ziemlich karg, findest du nicht? Eigentlich nicht. Wer hat dich denn gefragt? Je mehr Folofaltchenblüten, desto besser. Und aber sie sind hat eindeutig uns zu wenig. Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Was? Woher kennst du diesen Namen? Es ist ein Name? Wo hast du ihn gehört? Um ehrlich zu sein, ein Geist hat ihn mit Fischblut an die Wand geschrieben, in der Bar meines Vaters. Ein Geist? Zu Hause hat mir auch niemand geglaubt. Und deswegen musste ich zur Strafe auf dieses stinkige Fischerboot. Und dann? Und dann wurde das Boot angegriffen. Von etwas Gewaltigem. Dem Kraken? Unmöglich. Ja, ein Kraken. Danach kann ich mich an nichts erinnern. Du willst mir erzählen, du hast den Kraken überlebt? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin dort drüben am Strand aufgewacht. Ha, ein kleines, unscheinbares Mädchen. Sie weiß also etwas. Macht das Kalle und Tor viel Spaß und nix da, Ananas de Lift. Was weißt du über diesen Kraken? Du weißt es nicht. Was? Es wird gesagt, dass wenn der Kraken jemanden verschont, das etwas zu bedeuten hat. Was soll das heißen? Für mich heißt das, entweder deine Geschichte ist gelogen oder du bist zu etwas Großem bestimmt. Meine persönliche Vermutung behalte ich mal für mich. Also, wer ist Jichomilele? Madame Jichomilele. Sie ist die Allwissende, die Allsehende, die Unfehlbare. Eine Wahrsagerin? Sowas in der Art. Vermutlich wusste sie bereits, dass du kommen würdest. Also, ist sie hier? Du meinst auf dieser Insel? Oh ja, immer. Kannst du mir sagen, wo ich diese Madame Jichomilele finden kann? Ich weiß nicht recht. Bitte! Stopp nicht betteln, das ist ja ekelhaft. Vorschlag, du bringst mir 20 Folofaltchenblüten. Dann zeige ich dir den Weg. 20 Blüten sammeln?
So ein Abenteuer wird das also. Hopp, hopp. In Ordnung. Die Sirene. Wow. Ich kann es nicht glauben. Ich habe eine Sirene getroffen. Eine echte Sirene. Von ihr habe ich erfahren, dass Yichomilele der Name einer Wahrsagerin ist, die hier auf der Insel lebt. Kann doch alles kein Zufall sein. Aber vielleicht kann mir diese Yichomilele helfen, nach Hause zu kommen. Vielleicht. Was ist eigentlich mit diesem Frosch? Kröte? Dings? Ich würde gern. Können wir mit dem Frosch? Ich würde so gern. Okay. 20 Blüten sammeln, ja? Schön. Was ist das hier? Mysteriöser Stein. Auf diesem Stein sind seltsame Zeichen eingemeißelt. Aha. Aha. Okay, ich war im Inventar. Die tote Hand. Diese abgetrennte Hand war zusammen mit dem Logbuch und einem Fisch. Vermutlich gehört die Hand dem Abenteurer Avery Orwick. Und das Krakenfutter-Set. Natürlich. Können wir den... Nee, Hand hier nicht benutzen, ne? Kann ich hier die Hand zeigen? Nein. Gut, hätte er sein können. Typische WoW-Quest, genau. Geh von A nach B und bring C mit. Sammle X von. Ja, das wird super. Ja. Toll. Und es geht los. Warte, so rum. Folo-Pfeilchenblüte. Eine Blüte des seltenen Folo-Pfeilchens. Ich brauche 20 Stück, um sie der Sirene an der Südseite der Insel zu bringen. Immerhin musst du keine Truhen looten. Na, was nü? Nanne! Einen wunderschönen guten Abend und gerne. Vielen lieben Dank für 24 Monate im Kokon. Danke für den lang anhaltenden Support. Du darfst jetzt das Highspeed 56 Kbit Kokon wieder benutzen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön und ja, ich hoffe, die Ablenkung hilft. Warte, hier war doch gerade was. Wo ist es hin? Wo ist es denn? Aber... Wait! Oh, warte, da. Schild lesen. Herzlich willkommen in den Telmi-Sümpfen. Telmi-Sümpfe. Und dann welche? Und dann welche? Gucken wir erstmal nach unten hier so. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ist das eine Anspielung auf Lost in Random? Das wäre ja aber... Ich meine, das kam ja dieses Jahr erst. Den Extras ist die Bauanleitung dafür. Wäre auch eine Mischung aus SpongeBob und Bernd dem Brot sein. Ich denke nicht, kam ja erst im September. Könnte sein, sehr ehrlich. The Random ist vielleicht, ist eventuell zu neu. Ja, das denke ich halt auch. Aber das ist halt, also ich meine, das ist verblüffend. Also, Heble Copywriter. Hallo? Ah, hast du mich erschreckt? Na super, da geht mein letztes Lustbonbon dahin. Wer bist du? Ich bin Cleo. Wer bist du? Ich bin Malte. Malte Zeus. Segelnder Cocktailmixer. Du machst Cocktails? Ich mixe Cocktails. Ich probiere Cocktails. Ich verbessere Cocktails. Ich kenne Cocktailrezepte aus aller Welt. Und du verkaufst Cocktails gewissenhaft an Personen, die am Steuer eines Bootes stehen.
So ist es. Ich sehe nur unruhige Mauspfeile. Ist ja auch erst gerade fertig geworden. Ja, ja, ich weiß. Es ist denkbar. Black Coffee Rider, weil ich es bei Kickstarter unterstützt habe. Das Spiel hatte eine Kickstarter-Kampagne. Und da habe ich es unterstützt. Bin schlimm gehypt, das ist richtig so. Black Coffee Rider. Das darfst du auch sein. Hol es dir. Hol es dir. Du machst definitiv nichts falsch. Glaub mir. Du, warte, wir fragen erstmal nach einem grünen Automaten. Was ist das für ein grüner Automat da drüben? Oh, das? Ein wahres Schmuckstück, oder? Das ist der Cocktail 8000. Marktführender Cocktail-Mix-Automat. Ein Cocktail besteht aus drei Grundkomponenten. Basis, Modifier und Flavor. Einfach die drei Komponenten in die vorgesehenen Kammern geben und der Cocktail 8000 macht den Rest. Cool. Darf ich den mal benutzen? Klar, wieso nicht? Er ist aber im Moment kaputt. Der Starthebel ist abgebrochen. Gut zu wissen. Ein Cocktailautomat. Naja, Andi, man konnte damals tatsächlich, und da ärgere ich mich immer noch und ich ärgere mich sehr, man hätte bei der Kickstarter-Kampagne auch durchaus noch so physische Rewards, also eine speziellere Edition, beziehungsweise noch so, naja, sehr tolle, also Andi hat die, ja, und ich habe da Bilder gesehen und das, oh, und ich ärgere mich so sehr. Na gut, das weiß ich nicht, Carrie. Das weiß ich nicht. Aber die Credits noch nicht gesehen. Endlich Feierabend. Nur noch einmal richtig guten Abend bekommen. Schönen guten Abend, Doc Holleriso. Hallöchen. Willkommen im Feierabend. Ist schon geschehen. Ich gehe allen Leuten überall damit auf die Nerven, dass sie es kaufen sollen. So ist richtig. Es hat es so verdient. So viel Liebe. Wie was zum Angrabbeln und Einstauben lassen. Ja, ich verstehe das sehr gut, Anni. So, erzähl mir erstmal, was passiert ist. Das Boot sieht aus, als hätte es ganz schön was durchgemacht. Deswegen bin ich ja am Reparieren. Was ist passiert? Dasselbe, was schon seit Jahren passiert. Es geht kaputt. Ich sag dir. Es geht die kaputt. Die Strömung an dieser Insel ist ein Fluch. Treibt mein Boot immer wieder zurück gegen diese Felsenwand. Frag mich nicht, wie oft ich das alte Ding schon wieder zusammensetzen musste. Wie oft? Naja, 38 Mal. Du stehst an Bord der ehrwürdigen Versuch 38. Oh. Und du nennst dein Boot die Versuch 38? Glaub mir, irgendwann gibt man es auf, sich klangvolle Namen auszudenken. Ja. Ja, richtig so. Die Kotscheibe, ein echtes Krakenfutter, ein Holz... Holzpellet mit seiner Kickstarter-Nummer, eine Flaschenpost, Aufkleber. Ich ärgere mich so sehr. Cobridge, danke fürs Zwangsverflaschen von Black Coffee Rider. Der Coffee Rider ist damit dem fünften, darf sich einen privaten Gegenstand mit Nico mit hinnehmen. Dankeschön. Big Bad Padman, hallöchen. Das klingt nach der mächtigen Unsinkable 2. Und sinkbar 38. Ja. Wird eine nette Überraschung. Ja. Das stimmt wohl, Aui. Hey, Steve. You. Nur, aber es ist echt toll. Ja. Ja, naja, wie gesagt. Nun. So, warte. Wie bist du hier gelandet? So als junger Mann hatte ich den Traum, mich als segelnder Cocktailmixer selbstständig zu machen. Mein Motto war, es gibt kein Problem, das ein Cocktail nicht lösen könnte. Ob belebend oder benebelnd, Malte mixt's. Jahrelang habe ich überall die besten Cocktailrezepte gesammelt, wo ich nur konnte. Ich habe mein gesamtes Espaces in die besten Zutaten und in dieses Boot gesteckt. Verdammt nochmal, mein Businessplan hatte sogar einen Salzrand. Es konnte gar nicht schief gehen. Aber? Nun ja, wenn man ein neues Rezept hat, dann muss man den Cocktail natürlich auch probieren, richtig? Dieses Rezept hatte ich von einer Selbsthilfegruppe, den anonymen Anästhesisten. Und den Drink nannten sie Nahtod on the Beats. Klingt gar nicht so schlimm, oder?
Das dachte ich auch. Also habe ich ihn probiert. Danach ist alles verschwommen. Ich habe flüsternde Stimmen gehört. Und ich erinnere mich an unzählige kleine blaue Lichter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einem blassen, drögen Mann mit Halbglatz und Hornbrille auf seinen Schreibtisch gebrochen habe. Und als ich wieder zu mir kam, war ich mit meinem Boot an dieser Insel gestrandet. Seitdem bin ich hier und versuche wegzusegeln. Die anonyme Mann ist es. Nahtod und Beach. Hey, Lutzis. Was würdest du sagen, wie stehen die Chancen für die Versuch 38? Um ehrlich zu sein, ohne ein ordentliches Segel? Schlecht. Was ist mit dem Segel? Es ist total hinüber. Hat überall Löcher und ist rissig. Unmöglich, das Ding nochmal zu flicken. Wenn ich ein neues Segel auftreiben könnte, würdest du mich dann nach Hause bringen? Ha, ein neues Segel. Du bist ja Optimistisch. Wo willst du das denn bitte herbekommen? Nun ja, Wenn du es schaffst, ein funktionstüchtiges Segel aufzutreiben und wir von dieser Insel wegkommen, dann kannst du mich für die folgenden 24 Stunden als deinen persönlichen Chauffeur betrachten. In Ordnung. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Voices sind episch, oder? Die sind halt so gut. Hey, Ferris. Hallöchen. Weiß zwar nicht wie, aber immerhin ahnt er, warum er in dieser Insel gestrandet ist. Korrekt. Oh, so, jetzt. Hast du schon mal etwas von Madame Yichomilele gehört? Wenn das kein Cocktailrezept ist, kenne ich mich damit auch nicht aus. Bis später. Okidoki. Ich danke dir, Malte. Warte. Malte Seuss, der Cocktailmixer. Das könnte meine Rettung sein. Ich habe einen Mann getroffen, der sein Boot repariert, um von dieser Insel wegzusegeln. Die schlechte Nachricht ist, es ist sein 38. Versuch. Ohne ein neues Segel stehen die Chancen schlecht. Wenn ich es schaffe, ein neues Segel aufzutreiben, kann mich der Kerl nach Hause bringen. Yeah! Okay, die Versuch 38, die wird's bestimmt. Ich hab das im Gefühl. Versuch 38 ist es. Was ist denn das da? Steinhartes Bonbon. Ein steinhartes, nach Schnaps riechendes Bonbon. Es ist diesem seltsamen Cocktailmixer aus dem Mund gefallen. Und ich hab's sofort eingesteckt. Warum auch nicht? Sag mal, Malte. Ach, schade. Ich wollte es Malte zurückgeben, aber Malte will nicht. Cocktail Hall 8000. Da muss ich nachfragen. Das würde ich gern, das Maltes Zutaten. Der Kerl ist 37 Mal mit seinem Boot untergegangen. Aber diese Flaschen haben keinen Kratzer. Interessant, ne? Nicht schlecht. Mist, er funktioniert nicht. Ich glaube, es fehlt der Hebel. Hall 8000. Vermutlich soll mir das jetzt was sagen, Gevatter. Hebel, wichtigster Teil jeder Maschine. Definitiv. Sah der so aus? Direkt nachprüfen. Warte. Warte. Ich würde es erklären. Nö. Nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Eben. Das war ja nur ein roter Leuchtpunkt.
Chat voll getriggert, ja, instant getriggert, ja. Sofort. Ja. Strumpfhose. Au! Die freche Krabbe hat nach mir geschnappt. Sie hat wohl was dagegen, dass ich die Strumpfhose klaue. Okay, du Viech. Da ist noch Platz auf der Wäscheleine. Aber ich will nicht Strumpfhose. Was ist mit dir? Ich nehme das mit der Hand. Geht nicht. Schade. Die freche Krabbe hat nach mir geschnappt. Sie hat wohl was dagegen, dass ich die Strumpfhose klaue. Die Feuerstelle ist noch heiß. Hier hat vor kurzem noch jemand Feuer gemacht. Okay. Gut zu wissen. Die Schublade ist abgeschlossen. Guten Abend, Thomas. Das Schloss sieht aber nicht sehr sicher aus. Kann die Krabbe auch nicht mit dem Bonbon überzeugen, oder? Bonbon? Krabbe? Nein? Okay. Hey Animus, schönen guten Abend. Dün, 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 dün. Astgabelung. Durch diese Astgabelung kann man direkt auf den Biber dort drüben sehen. Aha. Gut, alles klar. Warum haben wir mit dieser Information anfangen? Wir merken sie uns. Hey Black, hi. Goblage, danke fürs Zwangsverflauschen von Animus. Das ist aber auch immer. Animus ist damit im 8. Monat im Kokon und kriegt Zugang zu seinem eigenen mega flauschigen Bambu-Fliesenbad mit Direktanschluss. Ja, schön. Ja. Ich würde gerne erst noch ein bisschen außen rundherum laufen, bevor wir hier reinlatschen. Da komme ich nicht hoch. Sind noch ein paar von denen. Wie viele haben wir denn jetzt? 14. Halt. Na, komm hier. Da, die haben wir auch. Und oh, hi. Na, was bist du wegen der Party hier? Party? Na, die Party für würdige Sumpfmonster. Sehe ich für dich wie ein würdiges Sumpfmonster aus? Oh, selbstverständlich nicht. Der Schnurrbart fehlt ganz offensichtlich. Der Schnurrbart? Echt jetzt? Ich bin kein Sumpfmonster. Oh, entschuldige bitte. Mein Fehler. Ich bin so aufgeregt. Das könnte dieses Mal meine erste Sumpfmonster-Party werden. Ich glaube wirklich, dieses Jahr ist es soweit. Was ist soweit? Ich spüre das Kribbeln schon an der Oberlippe. Weißt du, ich bin echt spät dran. Meine ganzen Freunde haben schon seit Jahren einen. Einen Schnurrbart. Einen Schnurrbart. Wozu brauchst du denn so dringend einen Schnurrbart? Machst du Witze? Jedes junge Sumpfmonster verpuppt sich vor der alljährlichen Party. Es verpuppt in der erwartungsfrohen Hoffnung, als würdiges Sumpfmonster mit Schnurrbart den Kokon verlassen zu können, um auf diese renommierte Party zu gehen. Könntest du dir nicht einfach einen Schnurrbart aufkleben oder anmalen, wie normale Leute? Sei nicht albern. Ich bin albern? Du lässt dir doch den Schnäuzer stehen. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Gibt es noch was? Oder darf ich mich wieder auf meine Metamorphose konzentrieren? Einer von uns! Einer von uns! Einer von uns! Paris! Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 6 Monate. Du bekommst Strom für die Gummizelle, der Steckdosen und Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblings-Kalkgetränk befüllt. Dankeschön! Einer von uns! Einer von uns!
Ah, wie sweet. Ein schicker Kokon. Schicker Kokon? Gut beobachtet. Das ist feinste mehrlagige Seide. Mm. Leicht windundurchlässig und äußerst stabil. Geil. Was trinkst du da? Ach, nichts Besonderes. Irgendein Sumpfwassergemisch. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist entscheidend für einen dichten Bartwuchs. Die Herrin, merkt euch das? Ein naher Verwandter. Normale Menschen malen sich also einen Schnurrbart auf. Notiert. Korrekte Lift. Ja. Raubop verpuppt wird sie kein Schmetterling, sondern... Nun, wir werden sehen. Ich will kein Schnurrbart, genau. Ganz genau. Reicht auch so ein alberner Flaumhaarbart? Du weißt schon, wie die Knaben, die im Bus ganz hinten sitzen und heimlich Alkopops trinken. Nein, reicht nicht. Mist. Es muss ein richtiger Respektbalken sein, oder? So ist es. So ein ordentliches Suppensieb. Japp. Eine Hippie-Lippe. Es reicht. Aber ja, genau. Verstehe. So eine richtige Rotzbremse. Ja, Mann. Bis später. Ich kann nicht an das leckere Zeug. Nein, schade. Ich konnte das Sumpfmonster gar nicht nach hier Jichumilele fragen. Oh, warte. Das Sumpfmonster. In den Telmi-Sümpfen auf dieser Insel lebt ein Sumpfmonster. Es ist in einem riesigen, hochwertigen Kokon verpuppt und wartet darauf, dass ihm ein Schnurrbart wächst. Oh, so eine geile Synchro, ja, oder? Liebe die neuen Emotes, wer auch immer die gemacht hat, bekommt einen ganz festen Hack. Das war die wundervolle Lou. Die Snubbles. Strauchi, falls du zufällig ihren... Twitter-Link irgendwie parat hast, dann gerne in den Chat ballern. So, ich glaube, ich habe genug, oder? Nein, mir fehlt noch eine. Wait, was? Hab ich eine übersehen? Nein. Außerdem ist hier ja auch noch die Kiste zu. Da hinten ist ein Biber. Ich muss irgendwie... Autsch! Ich hatte was in den Fuß gestochen. Pass doch auf, du Tollpatsch. Was? Gar nicht. Wer spricht da? Hier unten. Du bist auf eine unserer Lanzen getreten. Du Tempel. Wer zum Teufel bist du denn? Garnelius Maximus. Kommandeur der 12.008. Legion. Wir haben so gut wie jedes Gewässer weltweit infiltriert. Wir sind das Imperium. Seid ihr eine Armee oder sowas? Eine Armee? Nein. Besser. Ein Paketdienstleister. Paketdienstleister. Unter Wasser. Das Schrimperium besteht aus Milliarden von Schrimps, die erfolgreich den Dienstgrad des Paket-U-Booten erreicht haben. Das Schrimperium liefert alles in kürzester Zeit an jeden Ort, der am Wasser liegt. Ausgenommen Orte im nautischen Nebel. Und worauf bin ich da gerade getreten? Auf eine Lanze. Unser gesamtes Waffenarsenal ist hier unten aufgereiht. Waffenarsenal? Sagtest du nicht gerade, ihr wärt ein Paketdienst? Und? Muss ein Paketdienstleister etwa wehrlos sein? Ich sag dir, Pakete ausliefern und Pazifismus passen nicht gut zusammen. Ich... Und meine Männer wurden hier vom Feind eingekesselt. Nein. Vom Feind? Der Biber. Ja, er hat hinter uns eine Barrikade errichtet. Und jetzt stecken wir hier fest. Bislang waren unsere Attacken erfolglos. Doch früher oder später werden wir diesen Aufständischen schon in die Knie zwingen. Du meinst den Biber da drüben? Ich kann dieses zweizähnige hämische Grinsen, dieses unbeugsame Nagetiers nicht mehr ertragen. Na dann, viel Erfolg noch. Lasst ihr mich kurz durch, ich muss kurz auf die andere Seite. Auf keinen Fall. Unser Waffenarsenal? Schon vergessen? Wenn du hier einfach durchlatscht,
sind wir dem Feind völlig fernes ausgeliefert. Eine Lanze hast du ja bereits kaputt gemacht. Ha, guck dir das an. Die sind völlig Schrott. Vielen Dank. Hier, die beschädigte Lanze. Kannst du behalten. Aber hier kannst du erst durch, wenn wir die Barrikade durchbrechen konnten. Oh, ich kümmere mich um den Biber. In Ordnung. Sei vorsichtig, Soldat. Ich habe direkt in die toten Augen dieses Wahnsinnigen gesehen. Und ich sage dir, der Kerl kennt keine Gnade. Rache! Oh. Ah, hi, Anaxagoras. Kannst du eine Lanze brechen? Oh, das Schrimperium. Viel verrückter kann sie dieser Tag nicht mehr werden, oder? Ich habe eine Legion von Schrimps kennengelernt, die sich das Schrimperium nennen. Sie sind eine Art Unterwasserpaketdienst. Und sie scheinen ihren Job ziemlich ernst zu nehmen. Warte. Wir haben alte Haarnadel, eine verbogene Lanze des Schrimper... Naja, es ist eine Haarnadel. Alles klar, wir haben eine Haarnadel. Ich weiß genau, was wir damit machen könnten. Yeah. Vielleicht kann ich das Schloss mit dieser Haarnadel knacken. Mal sehen. Na also, die Schublade ist offen. Mal sehen, was da drin ist. Ein altes Paar rote Socken und ein Buch. Maltes Cocktailbibel. Interessant. Die Haarnadel ist leider kaputt gegangen. Natürlich ist sie kaputt gegangen. Warum gehen Haarnadeln beim Schlösserknacken in Videospielen eigentlich immer sofort kaputt? Ja, warum eigentlich? Ich meine, ja. Spamaui, Hallöchen. Genau, Singular, ein Entwickler. Du sagst es, Cleo. Wirklich. Why? Schon wieder an fremdem Eigentum. Hallöchen von hinten. Ja, unbedingt. Also wirklich, wenn ihr irgendwie noch nach einem guten Geschenk für euch selbst zu Weihnachten oder für eure Liebsten irgendwie, ne, sucht oder so, ja. Das ist ein Solo-Dev. Ja. Und der hat wirklich, oh, das ist so viel Liebe in diesem Spiel. Es war eine wundervolle, eine fantastische Kickstarter-Kampagne. Das ist wirklich einfach fantastisch. Ja. Kriegt ein Abo für Raubo. Nein. Ja. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, weil ihr erst Sub seid, dann direkt deabonnieren. Ja, für die nächsten 2-3 Monate, so viel wie es halt kostet, ja. Aber kauft euch das Spiel. Schrimps mit Waffen, also das Schrimperium schlägt zurück, so sieht's aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Maltes Cocktailbibel. Und das Leben macht wieder einen Gin. Risky on the docks und du reitest die Hemmschwelle. Ah, bist du von Drink mit Brause breit, bist du risikobereit. Unbekannter mexikanischer Lyriker. Diesem weltbekannten Zitat bleibt nicht viel hinzuzufügen. Der Risky on the Docks ist ein klassischer Brausecocktail und fördert stark die eigene Risikofreude. Während sich dieser Drink in der Messerwerfer-Szene großer Beliebtheit erfreut, fordert der Vorsitzende des karibischen Versichererverbandes Odes Brauchse. Schon seit vielen Jahren ein Verbot des Getränks. Basis: Tequila, Modifier, Brausepulver, Flavor, Zitrone. Ah.
Aber das sehe ich absolut auch so. Cleo hat eine wundervolle Stimme bekommen, die sehr, sehr gut zu ihr passt. Wieso sollte ich dir da jetzt böse sein? Auf welche ohne Alkohol? Das weiß ich noch nicht. Schauen wir doch mal. Coffee to know. Oft auch Synapsen Sunrise genannt. Das berühmte Brett vorm Kopf, den Schlüssel verlegt, den Namen deines Dates vergessen oder du kommst einfach nicht drauf. Lebensnotwendiges Entgiftungsorgan mit 5 Buchstaben. Dieser Cocktail hilft deinem Gehirn auf die Sprünge. Achtung, hochgelegen genießen. Na, Nebenwirkung: Schlaflosigkeit, Gefühl der Klarheit, Stimmen im Kopf. Basis: Meat, Modifier, Regenwasser, Flavor, Kaffee. Kaffee. Das ist eine Tomate mit Bart. Michael Hare Jordan. Gestoppelt, nicht rasiert. Während Mundgeruch, ein Tattoo auf dem Bizeps und ein lückenloser schwarzer Balken unter den Fingernägeln schon lange Voraussetzung für eine Festanstellung auf See sind, wollen moderne Arbeitgeber immer häufiger auch einen stoppeligen Nachweis für ihre Tauglichkeit sehen. Ein vernünftiger Bart katapultiert sie auf dem Arbeitsmarkt weit nach vorne. Der Michael Hare Jordan ist ein beliebter Drink, um das Sprießen der erfolgsgarantierten Zottel zu beschleunigen. Basis: Whisky. Mindestens 16 Jahre alt. Modifier: eine reife Testostomate. Flavor: ein Schuss Kokosmilch. Notiz: die Reife einer Testostomate erkennt man wie auch bei anderen 5 Uhr Schattengewächs. An der stoppeligen Unterseite, die sich in markanten Konturen von der Oberseite absetzt. Diese seltene Tomate reift nur in einer finsteren und gut bewässerten Umgebung. Für das Monster? Möglicherweise. Bis später, Celestis. Viel Spaß mit Dirk und schlaf dann gut. Nein, Eggy. Ich verstehe Coffee Rider schon richtig. Also, ne? So wie Black Coffee Rider das schreibt. Ja. Weißt du? Verstehst du? Nahtod on the Beach. Da ist er. Ein Rezept von den anonymen Anästhesisten. Es ist noch nicht viel über die Wirkung dieses neuen Cocktails bekannt, doch allein die Zusammenstellung der Zutaten weckt mein Interesse. Besonders bemerkenswert bei diesem Drink ist, dass alle Zutaten zwingend eine schwarze Färbung aufweisen müssen. Basis: Magenbitter. Modifier: kalte Asche. Flavor: ein persönliches Opfer. Irgendetwas stimmt mit diesem Drink nicht. Ich fühle mich ganz... Ah, sehr schön. Okay, und wir haben noch Socken. Ein altes Paar fremde rote Socken. Ganz gemeinte Frage. Warum habe ich die im Inventar? Damit scheint die Krabbe erstmal abgelenkt zu sein. Die Socken sind doch viel interessanter. Ich meine, die sind rot. Guck doch mal. Yeah. Strumpfhose. Der Besitzer würde sie bestimmt als lange Unterhose bezeichnen, aber es ist eine stinknormale, elastische Strumpfhose. Den Nahtod on the Beach willst du? Von hin bist du dir da sicher? Hey, Dreckner. Einmal weniger Essen bestellen, dafür Clio kaufen. Ja, Mann! So. Da, das ist die Feuerstelle. Ist noch heiß.
Hier hat vor kurzem noch jemand Feuer gemacht. Zwille? Weiß gar nicht, ob man... Ich glaube, man kann... Nee, im Inventar Sachen miteinander kombinieren kann man nicht. Das geht nicht. So, jetzt müssen wir uns ja aber erstmal... Aber vielleicht können wir bei der Astbiegung... Oh, doch, ja! Ja, natürlich. Die Astgabelung. Da war ja was. Hey, na? Mein Freund. Wow! Das gibt eine astreine Steinschleuder ab. Oh, ich werde das Bonbon so hart ins Gesicht jagen, mein Freund. Nimm das, Biber! Oha! Oh Gott. Ich hoffe, dass das die Biber niemals sehen. Hier ist kein Biber zu Schaden gekommen. Schuss! Das war beeindruckend. Guckst du, hä? Das hat sich besser angefühlt, als es sollte, denke ich. Wir kümmern uns um den Rest. Meine Männer reißen die Barrikade bereits ab. Hier, du kannst durch. Ja. Danke. Warte, du hast bewiesen... dass du ein wahrer Verbündeter des Imperiums bist. Hier, nimm das als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Eine aufgeweichte Briefmarke. Wenn du mal etwas verschicken musst, wirf die Fracht mit der Marke und Adresse ins Wasser. Gültig für 2 Pakete. Gut verschnürt, unverzügliche Liefergarantie. Einer meiner Männer wird sich dann darum kümmern. Cool. Männer! Ausrücken! Jockabill, ja, sowas gibt es! Solo-Dev! Da. Guck! Guck, Jockabill, guck! Unfassbar toll! Marke des Schrimperiums. Eine labbrige, durchnässte Briefmarke von dieser seltsamen Garnelentruppe. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Bestimmt noch nützlich, aber jetzt erstmal. Sehr gut. Okay, das bleibt unter uns. Verstanden? Na, was nu? Klar. Ja, das Spiel gibt's auch bei GOG. Man kann das auch absolut bei GOG kaufen. Ist jetzt wirklich, also... Weißt du, du sammelst die draußen. Es sind exakt 19. Ja, dann siehst du hier noch deine letzte, die 20. Die eine stehen. Und dann das. Gottes, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Viel Spaß natürlich weiterhin im Lurk. Danke für 25 Monate. Kümmere dich bitte gut um Top-Pflanze. Helmut. Dankeschön. Ja, nun chill da mal, Black Coffee Rider. Natürlich nehme ich die mit, als ob ich Loot stehen lasse. Entspannen Sie sich. Ich meine, klar nehme ich die mit. Was ist denn das für eine... Also, ich Loot stehen lassen. Jetzt mal ehrlich. Ja? Wo kommen wir denn da hin? Als ob einfach. So. Habe ich alle? Hoffe. So. Okay. Raupe lootet alles weg. Eben. Ja, jetzt mal im Ernst. So, habe ich jetzt hier auch wirklich alles. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Kann ich mir das Schild genauer angucken? Nein. Gut. Flatsch, flatsch, flatsch. So, jetzt zurück zu Sirene. Erstmal. Bye, bye, Retro-Eggy. Schönen Abend noch. Natürlich wäre ich da trotzdem hingegangen, John. Natürlich. Sowieso. Na klar. Aber dennoch. Muss ja mal gesagt werden. So. Hey. Hey. Hast du die Folofaltchenblüten?
Ich hab mehr als genug. Klasse, gib her. Nicht schlecht, Kleiner. Also gut. Du möchtest zu Madame Yihumilele. Hier geht's lang. Tamara! Das Auge! Krasses Sicherheitssystem. Krass. Hab auch gewisse Monkey Island Vibes. Ja, ist auch durchaus inspiriert. Es ist, ich zitiere hiermit, eine Liebeserklärung an die Spieler aus der Kindheit des Entwicklers. Dazu gehören natürlich auch die LucasArts Games. Jacobin. Nein, überhaupt nicht. Keinerlei Monkey Island-Referenzen. Na, null. Zufälle. Alles nur Zufälle. Es ist ganz schön dunkel hier unten. Finde ich hier irgendwo Licht? Gibt es hier einen Lichtschalter? Huch! Die Prophezeiung stimmt. Du bist es. Die endlich Licht ins Dunkel bringt. Oh, du verwechselst mich. Entschuldige, alte Frau. Ich bin nicht der Elektriker. Du musst nicht schreien, ich kann dich sehr gut hören. Das Schicksal hat dich an diesen Ort geführt. Was ist das hier für ein Ort? Elektriker. Hier wohne ich und hier praktiziere ich. Offensichtlich kein Feng Shui. Wie schon gesagt, ich kann dich sehr gut hören. Ich bin Cleo. Kannst du mir helfen, nach Hause zu kommen? Ich weiß genau, wer du bist, Kleine. Ach ja? Natürlich. Du willst wieder nach Hause. Hm? Die Begegnung mit dem Kraken hat dir wohl ganz schön zugesetzt, was? Kann man so sagen. Warte, woher weißt du? Ich weiß vieles über dich. Das meiste kann ich ganz einfach aus den Augen lesen. Irre. Und deine Augen haben nicht nur den Kraken gesehen. Ist es nicht so? Einen Geist hast du mit diesen Augen auch gesehen, nicht wahr? Du bist wirklich gut. Dieser Geist, er hat dich zu mir geführt, ja? Ich habe eine abgetrennte Hand und ein Logbuch in einem Fisch gefunden. Und plötzlich ist dieser Geist aufgetaucht und hat deinen Namen an die Wand geschrieben. Dann war er wieder weg. Interessant. Gib mir die Hand. Okay. Nicht deine. Die tote Hand, die du gefunden hast. Ach so, ja, oh, na klar. Na klar. Wieso? Weißt du, in die Vergangenheit zu schauen, ist einfach. Aber um in die Zukunft zu sehen, muss man sich schon ein wenig ins Zeug legen. Hey, Rasko. Oh. Ha! Ich wusste es! Was denn? Voodoo-Puppe links. Möchtest du wissen, was ich in deiner Zukunft gesehen habe? Hast du ernsthaft die Hand in die Suppe geworfen? Hm? Was habt ihr nur alle mit euren Suppen? Willst du nun deine Bestimmung wissen oder nicht? Klar. Du bist es. Die Auserwählte. Die Auserwählte? Ja. Du wirst das Rätsel endlich lüften und ihn finden. Den Wen? Schatz der ewigen Erinnerung. Ich habe Schatz gehört, das reicht mir. Was für ein Schatz, was? Was ist das für ein Schatz? Er ist sehr schwer zu finden. Viele Abenteurer und Piraten vor dir haben sich auf die Suche gemacht. Aber er wurde sehr gut versteckt. Zu gut. Glücklicherweise ist bekannt von wem. Wirklich? Von wem?
Teddy McAnally. McAnally? Der Erfinder von diesem lächerlichen Kartenspiel Krakenförder. Genau der. Die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung fing mit ihm an. Der ist schon lange tot, oder? Oh ja. Schon eine halbe Ewigkeit. Nun, Schnurri, einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Resub. Danke für 12 Monate. Du darfst Selma in deine Gummizelle bestellen. Gib ihr ein Käffchen, dann ist sie nicht so grummelig. Sorg gern dafür, dass dein Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Dankeschön. Dankeschön. Erst der Kokon, jetzt der Elektriker. So. Ich? Das kann nicht sein. Bin keine Auserwählte. Was? Kein Abenteurer? Kein Schatzsucher? Kein Pirat? Du wirst nicht nur irgendjemand sein. Sobald du den Schatz gefunden hast, wirst du der berühmteste Abenteurer aller Zeiten sein. Ich habe es gesehen. Glaub mir. Was hat es mit diesem Geist auf sich? Auch manchmal gibt einem das Schicksal einen Schubs in die richtige Richtung. Ich verstehe, aber woher kannte er deinen Namen? Du bist hier, richtig. Bereit, das große Abenteuer zu beginnen, für das nur du beantwortet nicht die Frage. Bist. Eigentlich wollte ich einfach nur nach Hause. Du hast den Kraken überlebt. Verstehst du, was das bedeutet? Dass ich zu etwas Größerem bestimmt bin? Zu etwas Größerem als zu einem langweiligen Leben in einer Bar. Es ist deine Entscheidung. Aber bitte, lass mich dir etwas mit auf den Weg geben. Gute Nacht, Barney. Ein Geschenk. Loot! Ich mag Loot! Was ist das? Sieh nach. Loot, 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 Loot. Okay, wir gucken gleich. Aber erst will ich mich natürlich umgucken. Ich meine, da ist ja wohl klar. Hä? Nein. Hier hängen überall diese seltsamen Spiegel. Hä? Mit dir sprechen. Was? Eine Schüssel, die zur Hälfte mit Glasaugen gefüllt ist. Gar nicht unheimlich. Darf ich mir welche mitnehmen? Ich meine... Wow, ziemlich gut sortiert. Ordnung ist das Wichtigste. Oh, Tomate. Kann ich noch mehr Tomaten haben? Nein, reicht. Tomate mit einer stoppeligen Unterseite, die sich in markanten Konturen von der Oberseite absetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier sind doch wieder diese Zeichen. Das sind wieder Zeichen. Hier an dem Stein. Okay, wir ziehen die Decke zur Seite. Was? Ein Papagei? Ein toter Papagei. Ein berühmter Pirat mit Papagei auf der Schulter. Aber der und ist tot. Und allem drum und dran, richtig? Dieser Teil deines Wunsches wäre damit schon mal erfüllt. Aber er ist tot. Kann man alles in den Augen ablesen, Liebes. Jetzt liegt es an dir, ob du dir den restlichen Wunsch auch erfüllst. Wie schon gesagt, es ist deine Entscheidung. Aber er ist doch tot. Ist der tot? Was? Sei nicht albern, der schläft. Oh, gut. Der ist tot, oder? Ich meine... Schlafender Papagei ist der Papagei, den Madame Iyumi Lele mir geschenkt hat. Er schläft in seinem Käfig. Na klar. Der schläft. Und die beiden Referenten. Der schläft. Er ist müde. Madame Yichumi Lele. Ich habe die alte Frau getroffen, von der mir die Sirene erzählt hat. Und sie hat sehr seltsame Dinge gesagt. Ich sei die Auserwählte.
um den Schatz der ewigen Erinnerung zu finden. Ich wusste viele Dinge über mich. Vielleicht kann sie wirklich wahrsagen. Aber das kann doch nicht wirklich wahr sein. Oder? Der ist nur lethargisch. Anklicken. Okay. Können wir mit der Sirene eigentlich noch reden jetzt? Nee, ne? Hat sich ausgequatscht. Gut. Wir brauchen ein Siegel. Erstmal, jetzt gucken wir erstmal wieder. Auf diesem Stein? Ja. Das sind hier auch so, ne? Das, ich weiß nur nicht, ich glaube, es sind nicht dieselben seltsamen Zeichen. Ich glaube, die unterscheiden sich. So, die Frage ist jetzt... Sekunde. Warte. Warte. Kokosmilch. Aber das haben wir vielleicht hier. Vielleicht hat er das ja. Guck mal, da steht Kokosmilch. Sag mal, Malte. Hey, ich bin's nochmal. Was gibt's? Ach ja, stimmt. Da war ja noch was. Wir brauchen das Siegel, wir brauchen den Schalter. Okidoki. Wo kriege ich denn den Schalter her? Die Marke, die Tomate, der schlafende Papagei. Weil wir haben ja, also, ich gehe mal davon aus, hier ist mit Sicherheit auch ein Whisky dabei. So, das Problem ist, wir brauchen noch irgendwie einen Schalter. Okay, Moment. Jetzt gucken wir uns nochmal um hier. Ja. Ist erstmal beschäftigt hier. Das ist die Feuerstelle. Mit der Feuerstelle was machen? Nee, ne? Haben wir den? Ich meine... Da ist nichts mehr, ne? Da ist nichts mehr drin. Ja. Da ist nichts mehr. Ja. Das ist okay. Wow. Was ist ein Joker? Was denn? Hier kann ich nichts nehmen. Ich glaube, er ist so niedlich. Ja. Wir müssen mit Sicherheit diesen Trank machen. Die Frage nur ist, wo kriegen wir einen Schalter her? Ob er uns das hier leiht? Das hier. Was trinkst du da? Ach, nichts Besonderes. Irgendein Sumpfwassergemisch. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist entscheidend für einen dichten Bartwuchs. Nee, beim... beim Biberholzhaufen habe ich geguckt gerade. Also, dachte ich zumindest. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Das ist das Schild. Hier kann ich nichts... Also ich guck nochmal, aber ich dachte, ich war gerade. Ach nee, ich habe nur hier geguckt. Ich habe nicht nochmal hinten geguckt. Oder? Nö. Wow, ordentlich gestapelt. Hey, was ist denn das da? Sieht aus wie ein Holzbein. Doch. Das ist aber sehr eng bemessen, ne? Die Stelle, also das war jetzt nur durch wildes Rumklicken. Okay. Ja, das ist wie beim Schild, ne? Auch das Schild, du musst an einer ganz gewissen Stelle stehen. Ich glaube, das kann man schnell übersehen. Ne? Hier. Es ist nur die eine kleine Stelle. Und sobald du näher dran bist und aufs Schild klickst, ne? Du musst halt wirklich... Das ist an der Stelle ähnlich. Angrabbeln, nicht nur gucken. Ja... Aber ich will halt auch nicht die ganze Zeit klickend wie ein Irrer durchs Spiel rennen.
Triggerpunkte gibt es im ganzen Spiel, ja. Scheinbar war dieses Holzbein ein tragendes Element in dem Beamer. Dass es eher Zufall war. Ja, ich habe einfach nur wild rumgeklickt. Ja, alle? Ja. Das ist natürlich klar, dass es geht. Scheint so zu sein. Wir müssen einen Drink. Ja. Yeah. Okay, guck hier, Maltes Zutaten. Also, ich hätte gern Whisky. Wir brauchen Whisky. Er hat keinen Whisky? Doch, da. Glenn Modrich. Edward Antivir Wodka. Enol Brause. Der Glenn Modrich. Tölkins Kutte. Sponster Energy. Nagelpilz. Naturtrüb. Kokosmilch. Brummschädel rum. Salz. Fort Licks Midi. Tequila. Das Instant Kaffee. Okay. Jagdunfall. Magenbitter. Kopfschmerztabletten. Woodchuck Gin. Und Sellerie. Ist klar. Wir brauchen Glenn Modrich als Basis. Als Modifier die Tomate. Und als Flavor die Kokosmilch. Klick. Wow, das hat geklappt. Die Kokosmilch ist jetzt leer. Ich nehme die Kokosnussschale mit. Ja, nimm die mit. Alles mitnehmen. Können wir noch mehr machen? Nee, ne? Warte mal, noch so. Miet, Regenwasser, Kaffee. Glaube ich, kein Regenwasser. Instant-Kaffee ist ja drin. Niemals. Oder? Tequila, Brausepulver, Zitrone. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Guck mal. Hallo. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Wir haben keine Zitrone, ne? Ja, nur Sellerie. Tequila. Wir haben auch kein Brausepulver. Ja. Das ist quasi Kopfschmerztabletten. Flavor? Ob nun Zitrone oder Sellerie, ich sehe den Unterschied nicht. Es tut mir leid, mir ist kein Rezept mit diesen Zutaten bekannt. Doch, der war Brause? Echt? Ah, neue Brause. Natürlich. Aber Zitrone haben wir nicht, ne? Irgendwo Zitronensalz vielleicht? Nein? Na, jetzt. Verzeihung, ich kenne keinen Cocktail aus diesen Zutaten. Ja, die, aber die kann ich nicht, also ich kann die nicht antatschen. Ich kann die riesen Limettenscheibe da nicht antatschen. Was haben wir denn noch? Met, Regenwasser und Kaffee. Met haben wir auf jeden Fall. Met.
Regenwasser, Brummschädel rum, Magenbitter, Naturtrüb. Ist ja quasi Regenwasser. Was habe ich gesagt? Met, Regenwasser und Instant-Kaffee. Es tut mir leid. Mir ist kein Rezept mit diesen Zutaten bekannt. Ach komm. Das Wodka. Ja, fast dasselbe. Ja, man soll es da nicht so genau nehmen. So, den haben wir schon. Magenbitter, kalte Asche, persönliches Opfer. Die kalte Asche müssen wir uns erst noch besorgen. Dazu müssen wir irgendwie das Feuer... Ah, mit der Kokosnussschale vielleicht. Ja, warte, ich habe eine Idee. Halt, zurück. So. Nein, geh weg. Kokosnussschale. Nein? Wenn wir mit der Kokosnussschale Wasser holen? Sumpfwasser? Nein? Hier. Wir machen erstmal, wir geben ihm erstmal... Pass auf, wir geben ihm jetzt erstmal das Haarwuchsmittel. Ich will mal dringend speichern. Slot 1. Nicht, dass wir jetzt irgendwas skippen. Ich will nichts skippen. Oh, Junge. Ich glaube, es ist so. Oh, Junge. Ich wusste es. Hey du, ganz alleine hier? Lässiger Schnurrbart, was? Ich weiß. Ich muss weg, Süße, hab noch Termine, du verstehst? Machen wir da jetzt keine große Sache draus. Ich steh nicht so auf den großen Abschied und so. Du wirst mich nicht vergessen. So, wem muss man hier eine reinhauen, um einen Drink zu bekommen? Was zur Hölle? Und das war jetzt Chris seine Stimme. Was zur Hölle einhör. Uff. Uffi. Oh. Nee, ich vermute, das war die vom Dev. Jenny. Ich vermute, das war die vom Dev. Hey, DJ Mad Max. Oh, ist ja wohl eine Frechheit. Was ist denn? So, wir haben Sumpfmonster-Kokon. Ein Kokon aus feinster Seide, windundurchlässig, leicht und sehr stabil. Ein perfektes Segel für die Versuch 38. Ei, ja. So, jetzt will ich aber trotzdem noch wissen, ob wir die anderen Rezepte noch machen können. Wir bräuchten noch eine Zitrone und wir bräuchten etwas Regenwasser. Irgendwas. Vielleicht hier? Warte. Hier? Irgendwo? Nein. Hier hinten? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Ich würde die anderen Drinks schon gern noch mixen wollen, aber ich weiß halt nicht, ob es geht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ist die noch Wasser irgendwie unten? Nee, ne? Da war kein Wasser. Nee. Ey, hast du zufällig, kann ich hier Glasauge oder so? Eine Schüssel, die gar nicht unheimlich. Ich meine, das ist fast wie eine Zitrone. So ein Glasauge, Zitrone. Naja.
Wasser ist kein Regenwasser, Robert. Ach. Muss es da nicht immer so genau nehmen? Malte! Malte, ich hab ein Segel. Hey, ich bin's nochmal. Was gibt's? Denkst du, das hier könnte man als Segel nutzen? Was ist das? Ein Kokon von einem Sumpfmonster mit einem Schnurrbart. Ist doch klar. Hm, tolles Material. Leicht, windundurchlässig. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja? Sieht gut aus. Ich pack alles zusammen. Und dann starten wir Versuch 38. Cleo stellte den Papageienkäfig an Bord und half Malte, die Versuch 38 zu beladen. Mit einem Ruck hisste Malte das neue Segel und tatsächlich, es gelang ihnen, mit dem alten Boot die Strömung von Miraclay zu überwinden. Doch bevor Cleo etwas sagen konnte, befahl eine völlig fremde, krächzende Stimme: Auf nach McInally Palms! Ah! Oh! Er hat tatsächlich nur geschlafen. Er hat wirklich nur geschlafen. Kapitel 2: Das Irrlicht der versunkenen Galerie. Polly will einen Cracker! Wer ist er denn? Endlich. Das Irrlicht des Ignaz. Nein, aber das war Kabeka. Das ist doch vollkommen falsch. Kabeka? Hat er nicht gemacht. Wow. Moment mal. Was? Glaubst du mir nicht? Captain Kabeka soll ein Betrüger sein? Ein hinterhältiger, nichtsnutziger Avery Lügner und Owen? Betrüger. Jawohl. Und übrigens viel kleiner als alle denken. Und diese ganzen großen Abenteuer gab es überhaupt nicht? Natürlich gab es die. Aber es waren meine Abenteuer. Die Abenteuer von Captain Avery Allwick. Ich komme immer noch nicht ganz mit. Du warst dieser Geist in der Bar meines Vaters? Und das war deine Hand in dem Fisch? Ei. Aber du bist ein Papagei. Ich bin im Körper von diesem Papagei. Verstehst du es denn nicht? Ich war tot. Diese alte Frau hat dich wiedererweckt? Wundert es dich? Bei dem Schimmelbefall da unten wundert es mich eher, dass nicht das gesamte Mobiliar mit dir sprechen konnte. Aber wieso? Na, weil ich dir helfen kann, ihn zu finden. Ihn zu finden? Den Schatz? Der ewigen Erinnerung. Ei, niemand war je so dicht dran wie ich. Und du meinst, wir könnten diesen Schatz tatsächlich finden? Finden ist nicht das richtige Wort hier, Cleo. Ich weiß, wo der Schatz ist. Wir müssen nur noch dorthin kommen. Easy. Wie meinst du das? Der Schatz liegt auf einer Insel namens Pumbo Island, verborgen im nautischen Nebel. Oh, Mist. Im nautischen Nebel? Ei. Da wollte das Schrimperium nicht hin. Irrlicht, um in diesem Nebel zu navigieren. Ohne ein Irrlicht finden wir auch nicht nach Pumbo Island. Deswegen müssen wir zuerst nach McInally Palms. Um uns ein Irrlicht zu besorgen. Verstehe. Also, was nun, Kleine? Wo geht's hin? Nach Hause? Oder McInally Palms? In Ordnung, Vogel. Lass uns diesen Schatz finden. Yay! Malte, Kurs auf McInally Palms. Ei. Ei. Und? Willst du einen Keks oder so? Ach, halt den Schnabel. Polly will einen Cracker. Und so segelte die Versuch 38 mit Cleo, einem sprechenden Papageien, Malte dem Cocktailmixer und seinem marktführenden Cocktail-Mix-Automaten Richtung McInally Palms. Das ist doch mal eine Crew.
Wir sind da. McInally Pumph. Und was jetzt? Irgendwo in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie der seltenen Gegenstände. Die Galerie nennt sich Atilantis. Dort muss es ein Irrlicht geben. Besorg uns das irgendwie. Versunkene Galerie, Atilantis, Irrlicht, irgendwie. Alles klar. Joker, ja, wir können sehr, sehr gern eine Clio-Belohnung einbauen in die Subs. Ja. Oh. Nochmal kurz zum Abgleichen. Wie war nochmal der Plan? Wir schnappen uns den Schatz der ewigen Erinnerung. Und werden damit die berühmtesten Abenteurer aller Zeiten. Oh, das weiß ich auch nicht, wie diesen Schatz holen wir uns wie noch gleich? Der Schatz liegt auf Pumbo Island, verborgen im nautischen Nebel. Aber um durch diesen Nebel zu navigieren, brauchen wir ein Irrlicht. Deswegen sind wir hier. Alles richtig. Gut aufgepasst. Müssen wir mal ganz kurz was aufschreiben. Okay. Wo, sagtest du, finden wir dieses Irrlicht? Ich bin mir sicher. In der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie Atilantis. Dort soll ein Irrlicht ausgestellt sein. Das musst du uns besorgen. Wie kommen wir dahin? Wir stehen auf einem Boot, verdammt nochmal. Treib eine Karte der Gegend auf und sag dem Schluckspecht da oben, er soll uns hinfahren. Ich geh dann mal weitermachen. In Ordnung. Das ist schön. So. Warte. Das Übliche, erstmal mit allen reden. Ich kann's immer noch nicht glauben, das mit dem Segel und so. Ja, na krass. Endlich mal eine neue Umgebung. Oh. Und kein ständiges Reparieren mehr. Ja. Bis morgen früh die Sonne aufgeht, fahre ich dich hin, wo du möchtest. Sehr gut. Hatte ich ja versprochen. Danke. Die Versuch 38 steht zu deiner Verfügung. Fantastisch. Was hältst du davon, dass wir in den nautischen Nebel segeln? Das wird sicher ein Abenteuer. Ja. Keine Sorge, naja, dass das der Beginn einer Versuch 39 werden könnte? Sorge? Täusch dich nicht. Bevor ich an dieser felsigen Insel gestrandet war, hatte ich auch meine Abenteuer. Du weißt doch, ich habe Cocktailrezepte gesammelt in aller Welt, auch an gefährlichen Orten. Mach dir um mich also mal keine Sorgen. Man kennt es, die Cocktailrezepte an gefährlichen Orten. Traust du diesem Papageien? Um ehrlich zu sein, das geht mich nichts an. Dem Vogel schulde ich ja nichts, sondern dir. Du entscheidest, wo es hingeht. Bis später. Guter Malte. Okidoki. Guter Malte. Oh. So. Ich muss wissen, wie der Kreativprozess für das Storydesign so abgelaufen ist. Schild. Auf dem Schild steht Blick auf die Panemu Bay. Hey, das ist doch die Bucht, von der Bad Herr Piet gesprochen hat. Ist es? Wo er Cocktailschirmchen und so rauszieht. Ingo. Herzlich willkommen auf McInally Palms. Mein Name ist Ingo. Doch, was kümmert mein Name, richtig? Hier dreht sich alles um dich. Was kann ich für dich tun? Was macht dich glücklich. Immer raus damit. Oh. Wow, du bist ja gut gelaunt. Das spielt doch keine Rolle. Was würde deine Laune steigern? Oh. Lass mich raten. Bisschen weg vom Trubel, oder? Ja, du bist hier, um zu angeln. Richtig? Ich mag Gute Angeln. Gute Wahl. Eigentlich nicht. Keine Angel dabei? Kein Problem. Besucher von McInally Palms erhalten als Dankeschön eine original McInally Palms Angel mit 3... Ich wiederhole, 3 verschiedenfarbigen Angelschnüren. Nein. Bitte sehr.
Eigentlich wollte ich... Sehe ich da ein Lächeln? Ja. Sehe ich da den McAnally Palms Funken überspringen? Aber hallo! Wie kann man da widerstehen? Hier, du bekommst noch eine Packung Standard-Angelköder gratis dazu. Sag bloß. Psst, das müssen die anderen ja nicht erfahren. Hm? Oder? Ja? Ich suche... den perfekten Ort, um ungestört und erfolgreich zu angeln? Klar! Hier gibt es unzählige geeignete Spots dazu. Einer besser als der andere. Boah! Er lag bestimmt schon direkt vor deiner Nase, Herzchen. Du hast ihn nur noch nicht wahrgenommen. Hier, nimm diese Karte. Dann findest du dich in der Umgebung zurecht. Danke! Tob dich aus. Ich, und wenn du dich ausgeangelt hast, dann empfehle ich die großen Sehenswürdigkeiten auf und um McAnally Palms. Die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Atilantis, die Palamu Bay und du hast Glück. Im Moment gibt es eine Ausstellung über den berühmten Teddy McAnally im McAnally Hotel. Das muss man gesehen haben. Ah, Moment, hallo. Richtig. Moment mal, Ingo. Wo ist diese Ausstellung? Ich muss sofort dahin. Genau das wollte ich fragen. Alles klarissimo. Ich schreibe dir die Adresse sofort auf. Sekündchen. Wer macht's denn, alle Ehre? Aber hallo. Du kannst ja quasseln wie ein Wasserfallmädchen. Finde ich gut. Aber das ist jetzt die Zeit, um dich zu entspannen. Alles klar. Heute geht es nur um dich. Ich merk schon. Wenn du noch was brauchst, findest du mich hier. Genieß den wundervollen Abend und viel Glück mit den Fischen. Hm? Ja? Hm? Ja? Es hat nur noch gefehlt, dass er so macht. Prelat, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 7 Monate. Du bekommst eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und einen Sodastream. Dankeschön. Großartig, verdammt. Großartig. Unglaublich gut. Kann man nicht anders sagen. Ja. Einfach nur gut. Ich will nochmal. Vergiss es. Den Kerl spreche ich nie wieder an. Hallöchen, Doc. Gratisangel. Eine gratis McAnally Palms Angel. Mit 3 verschiedenfarbigen Angelschnüren. Inklusive. Gratis Köderbox. Diese gratis Köder habe ich an der Touristeninformation von McAnally Palms bekommen. Adresszettel. Auf diesem Zettel steht die genaue Adresse des McAnally Hotels. Ein Hinweis auf den Ausstellungsraum. Okay. Ich habe eine Angel. Bitte. Eine Angel. Geil. Mega. Poster. Besuchen Sie jetzt die große Teddy McAnally Ausstellung im McAnally Hotel. Boah. Geil. Ein Fass. Randvoll mit pechschwarzer Tinte. Da sollte mir besser nichts Wichtiges reinfallen. Ja. Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, wir merken uns das. Ein Fass pechschwarzer Tinte. Verlag. Das ist der große McAnally Buchverlag. Der große McAnally Buchverlag. Na klar. Hier ist ein Bedienpanel, um den Parabolspiegel des Leuchtturms zu drehen. Hm, wenn die Tür offen steht, heißt das, man darf reingehen und alles anfassen, richtig? Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Da steht, man muss erst diese Schraube lösen, um den Spiegel zu verstellen. Aber die sitzt ganz schön fest. Mit der Kokosnuss. Nein? Okay. Gut. Okay.
klischeehaften Stiefel gefangen. Nein, haben wir den jetzt zurückgeworfen? Wieso? Nochmal. Warum wirft sie das weg? Kleiner grüner Fisch. Dieser Fisch ist recht klein und hat eine grünliche Farbe. Noch einer. Hey, nimm mir mal den kleinen grünen Fisch. Kriegen wir jetzt einen großen blauen Fisch? Nein. Wir kriegen einen klischeehaften Stiefel, den sie aus irgendeinem Grund wieder wegwirft. Ich verstehe es nicht. Es ist mir unklar. Erneut ein Stiefel. Also versuchen wir rot mit grün. Stimmt immer der gleiche Stiefel. Ja, wenn sie ihn einfach draußen lassen würde, würde sie ihn nicht ständig fangen. Mittelgroßer rötlicher Fisch. Okay, also grün mit rot hat funktioniert. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt den roten Fisch nehmen, den roten mit grün, dann kommt da eventuell was? Ein dicker gelber Fisch. Alles klar. Können wir jetzt mit blau und dem dicken gelben Fisch einen blauen Fisch fangen? Nee, das ist ja Quatsch. Ja, mal gucken. Mist. Okay. Warte. Macht Spaß. Ja, aber definitiv. Vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Aber ich finde das raus. Geil. Achso, nee, damit ja nicht, ne? Hier so. Ja. Nee, falsch. Jetzt mit. Ja. Komme in der Geschichte voran. Aber. Na gut, dann halt nicht. Tja. Frechheit. Wirklich. Hasst man es denn? Nein. Hallo? Haben wir hier. Inventory Bug, mit dem man durch Fische das voll bekommen hat, ist rausgepatcht. Achso, dass dann das Inventar mit Fischen voll war. ja, ungünstig. Nicht? Wehe, du sagst jetzt, ich soll das Lied danach nochmal spielen.
Das hatte ich gar nicht vor. Gott sei Dank. Ich spiele dieselben Lieder rauf und runter. Jeden Tag. Ich meine, es sind wirklich gute Lieder. Keine Frage, aber immer und immer wieder? Hast du das komponiert? Ich? Bist du verrückt? Die würden mich direkt hier im Cassandra-Stream ersäufen, wenn ich eigene Lieder spielen würde. Hier drin werden nur Lieder von Antonio Leiterendi gespielt. Antonio Leiterendi? Er war der Star-Pianist von McAnally Palms. Seine Lieder sind weltweit bekannt und handeln von großen Berühmtheiten und Legenden wie Captain Kabeka, Schneidebrett Pitt und natürlich Teddy McAnally höchstpersönlich. Und du darfst nur Lieder von diesem Leiterendi spielen? So ist es. Zum Glück ist der Tag bald rum. Na dann, halt durch. Nein, Strauchi. Da steht Cassandra Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Was? Da steht Cassandra Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Da darf man nicht hier rein. Hier steht kein Durchgang. Willkommen im McAnally Hotel. Möchten Sie einchecken? Ja, gerne. Ha, wir sind restlos ausgebucht. Warum fragst du dann so blöd? Was ist das hier für ein Hotel? Dieses Hotel wurde zu Ehren Teddy McAnallys erbaut, dem Erfinder des beliebtesten Kartenwürfelspiels aller Zeiten. Krakenfutter. Ah ja, von dem habe ich schon gehört. Soll ganz schön reich gewesen sein, der Knabe. Teddy McAnally hatte großen finanziellen Erfolg mit der Erfindung des Spiels. Das ist korrekt. Nach seinem Ableben ließen seine Nachkommen dieses Hotel errichten. Direkt angrenzend an seine Gruft, um ihn damit zu ehren. Und um nach seinem Tod noch mehr Geld zu machen. Und um ihn zu ehren. Und um ihn zu ehren. Herrlich ist das. Hier soll es eine Ausstellung geben. Das ist richtig. In den Räumlichkeiten direkt hinter mir gibt es eine exklusive Ausstellung. Rund um das Leben und den Tod von Herrn Teddy McAnally. Kann ich mir die Ausstellung ansehen? Ha! Die ist nur für Gäste des Hotels vorbehalten. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Ach, das schon wieder. Ich kenne die Lebensgeschichte von Teddy McAnally in- und auswendig. Und da gibt es nichts, was mit einem solchen Schatz zu tun haben könnte. Ich glaube nicht mal, dass dieser Schatz überhaupt existiert. Aber alle paar Jahre kommt wieder irgendein verrückter Schatzsucher und fragt danach. Du suchst nach einem Mythos, Kleine. Absolute Zeitverschwendung. Ich mag das. Das ist schön. Der Pianist ist wirklich gut. Natürlich. Sam ist der Beste. Der beste Ersatz, seit der große Antonio Leiterendi von uns gegangen ist. Er war ein Meister am Piano. Er hatte alle Lieder über Teddy McAnally und einige große Abenteurer geschrieben. Wirklich schade, dass er tot ist. Er wurde auf dem Friedhof hinter dem Hotel begraben, wenn du es dir ansehen magst. Sein Grabstein allein ist schon die Reise nach McAnally Palms wert. Au, hallo. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Ich bin dann mal wieder weg. Besuchen Sie uns gerne wieder. Es ist eine gewaltige Statue von einer Hand, die eine Krakenfutterkarte hält. Oh. Oh. Angeln auch auf offenem Meer erlaubt. XO Ingo. Ach, Mann, ey. Es ist schon wieder so weit. Bei Black Coffee Rider.
Aber es ist eh Feierabend für heute. Sonst haut mich die Regie. Oh! Achievements fürs Fischen, glaube ab 25 gibt es Bronze. Ich bin schon bei Gold. Ich spiele noch die Geschichte. Moin, Groundtour. Ich hab's ja sagen wollen. Ach, sei ruhig, Strauch hier. Geht's morgen weiter? Mal schauen, ob direkt morgen. Gut möglich. Ja, vermutlich. Und dann vielleicht Donnerstag wieder mit Evil. Wir müssen ja auch wieder mit Evil spielen. Auch mit Evil spielen. Ich schicke euch jetzt zu Fabi rüber. Auf dem Bild erkenne ich etwa, also eine Szene, die ich definitiv noch nicht gesehen habe. Deswegen komme ich nicht mit rüber. Nehmt also bitte, also an diejenigen, für die das jetzt hier schon der Punkt gewesen wäre, quasi wegen Spoiler und so rauszugehen, ne? Die gehen am besten jetzt auch nicht bei Fabi rein, weil ich glaube, Fabi ist weiter. Wie das aussieht, ist Fabi recht weit. Ich schicke euch da jetzt trotzdem hin. Ihr nehmt bitte die wundervollsten und besten und liebsten überhaupt Grüße mit zu Fabi rüber. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen wieder. Fabi ist bald da. Ja, wirklich, Pavadis. Ist halt echt so, ne? Ja, so ist das. So. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Viel Spaß bei Fabi. Grüß bitte wirklich ganz, ganz doll lieb. Und dann bis morgen. Bye, bye.